Ich darf Sie begrüßen zu dieser Vortragsreihe, zum ersten Abend dieser Vortragsreihe. Und wir haben sie zwar als Ringvorlesung bezeichnet, wie man es da auch sieht, aber ich bin dann erst einige Male gefragt worden, ob es dann nur eine Veranstaltung für Studenten ist. Und darum habe ich mir jetzt angewohnt, es nicht mehr als Ringvorlesung, sondern als Vortragsreihe zu bezeichnen. Eine Ringvorlesung ist es deswegen, weil sie eben gemeinsam mit Universitäten gemacht wird, weil die Referenten größtenteils aus dem akademischen Bereich kommen. Und auch die Idee dazu stammt von einer Ringvorlesung, die voriges Jahr in Kiel abgehalten worden ist. In Kiel ist die Ringvorlesung zum Thema Grundeinkommen, hat 12 Abende umfasst und ist auf YouTube zu sehen. Ich habe mir das inzwischen, glaube ich, fast zweimal angehört. Das sind wirklich sehr hochinteressante Aspekte, die man da hört, von sehr unterschiedlichen Leuten, nicht nur Befürworter des Grundeinkommens, durchaus auch Skeptiker oder Gegner, aber halt alle wirklich auf einem sehr guten, akademisch hohen Niveau. Und diese Vortragsreihe in Kiel hat bei mir eben ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, also was die in Kiel können, können wir in Linz eigentlich schon lang. Wissend, dass wir hier in Linz Leute haben, die sich schon viele Jahre auch mit dem Grundeinkommen beschäftigen. Und daher bin ich dann an unsere beiden Universitäten, an die Johannes Kepler Universität und an die Katholische Privatuniversität herangegangen. Und ich möchte mich noch einmal bedanken, genannt sind schon worden die Damen und Herren, aber ich möchte noch einmal mich bedanken und vorstellen und um Applaus bitten für Herrn Professor Friedrich Schneider und Frau Dr. Elisabeth Dreher von der Johannes Kepler Universität. Frau Professor Ines Weber und Herr Professor Lukas Kehlin von der Katholischen Privatuniversität, mit dabei in unserem Team ist Christian Spies, der heute leider nicht kommen kann. Herzlichen Dank auch euch. Ja, und dann hat eben die Volkshochschule von Katja Fischer auch mitgemacht, dass sie da mitorganisiert, dass wir hier die Räumlichkeiten nutzen können. Und so sind wir zu dieser Ringvorlesung gekommen, die jetzt 6 Abende umfassen wird. Ja, das Thema Grundeinkommen ist ein sehr, sehr breites Thema. Wir haben damals, als wir das geplant haben, nicht gewusst, dass Corona kommt. Geplant haben wir es, wie gesagt, schon letztes Jahr im Herbst, kurz vor Weihnachten. Da war von Corona noch keine Rede. Da haben wir nicht gewusst, dass wir jetzt bei der Vorlesung Sicherheitsmaßnahmen uns überlegen müssen. Und da haben wir auch nicht gewusst, dass durch Corona das Thema Grundeinkommen so an Speed, an Fahrt zunimmt. Ich glaube, das war wirklich unübersehbar, was Corona da auch an Ideen ausgelöst hat. Allein von der Tatsache, dass es plötzlich und ganz unerwartet möglich geworden ist, Finanzen aufzustellen in einer Größenordnung, die vorher jeder für unmöglich gehalten hat, bis hin eben zu konkreten Vorschlägen für, man sagt ein Grundeinkommen, ich bin da nicht sehr glücklich darüber, aber es hat immer wieder geheißen, temporäre Grundeinkommen oder Grundeinkommen zum Beispiel für Künstler. Ich bin deswegen nicht ganz glücklich darüber, weil ein Grundeinkommen international mit 4 Kriterien ausgestattet ist. Es muss universell sein, das heißt für alle. Es muss individuell sein, das heißt für jedes Individuum, nicht auf Familien oder Haushalt bezogen. Es muss hoch genug sein, das heißt Existenz- und teilhabesichernd. Und es muss bedingungslos sein, das heißt, es darf nicht einer Prüfung, es darf keine Prüfung notwendig sein, es darf keine Prüfung gemacht werden, ob jemand arbeitet oder nicht arbeitet, arbeitswillig ist oder nicht arbeitswillig ist. Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Grundeinkommen und einer Sozialhilfe, wie wir sie jetzt haben. Sozialhilfe muss beantragt werden, muss genehmigt werden. Man muss begründen, warum man das braucht. Man muss, ich sage immer, ein bisschen unschön die Hosen runterlassen, Sozialhilfe zu bekommen. Und wehe, du hast dann zu seiner Sozialhilfe dazu noch irgendein Einkommen, dann wird die Sozialhilfe gleich einmal gekürzt oder gestrichen. Das sind die Elemente des jetzigen Sozialsystems und die sind beim Grundeinkommen eben komplett anders.
Grunde genommen ist wirklich ein Recht, ein Menschenrecht, das jedem Menschen auf Dauer zugestanden wird. Und daher sind solche Experimente oder Ideen, wie wir es jetzt haben, mit einem temporären Grundeinkommen für Künstler, nicht wirklich Grundeinkommen. Nicht wirklich das, was die Grundeinkommensidee eigentlich ausmacht. Ich bin froh darüber, dass es das gibt. Ich bin auch froh darüber, dass durch diese Modelle die Grundeinkommensidee diskutiert wird. Ich möchte nur feststellen, sie sind nicht wirklich Grundeinkommen. So, jetzt möchte ich aber keinen Vortrag halten über Grundeinkommen, das werden wir jetzt in den nächsten Abenden noch lang genug hören. Ich möchte es nur noch Professor Opelka kurz vorstellen. Ich freue mich sehr, dass er zu uns gekommen ist. Er hat einen langen Weg hinter sich, eine 7-stündige Zugfahrt. Er wohnt in Siegsburg, das ist in der Nähe von Bonn. Hat da heute einen langen Weg auf sich genommen und wird morgen wieder zurückreisen. Wir hatten heute Nachmittag die Gelegenheit, bei einem Café ein bisschen uns mehr kennenzulernen. Ich habe gewusst, dass er ein Urgestein des Grundeinkommens ist, also der Grundeinkommensidee, dass er schon viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte, sich mit diesem Thema beschäftigt, auch wissenschaftlich und in verschiedenen Gremien. Ich habe nicht gewusst, dass es schon so lange her ist, und ich habe nicht gewusst, dass er 1986, glaube ich, haben Sie gesagt, mit Sozialminister Dallinger hier in Österreich schon die Grundeinkommensidee diskutiert hat. Das heißt, nicht nur diskutiert, sondern Dallinger wollte eigentlich ein Grundeinkommen. Und Michael Opelka war hier bei einer Tagung zu diesem Thema. 1986. Wer hat von uns damals schon diesen Begriff gehört? Ich nicht. Ich muss sagen, ich bin selbst erst relativ kurz bei diesem Thema dabei, erst seit 3 Jahren. Aber es freut mich, dass wir heute und in den kommenden Wochen diese umfangreichen Informationen bekommen können. Damit bitte ich Herrn Opelka aufs Podium und möchte das Mikrofon übergeben. Herzlichen Dank. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke an Frau Fischer, danke an Paul Ettel für die freundlichen Worte. Danke für das schöne helle Licht. Mal gucken, ich sehe natürlich jetzt nicht mehr so viel von Ihnen, aber ich will ja schon auch mit Ihnen reden, wir werden auch diskutieren, aber die erste Stunde wurde mir gesagt, soll ich Ihnen etwas erzählen, sozusagen, wie das so schön heißt, Opa erzählt. Ja, erzählt sozusagen, ich bin ja tatsächlich Opa, erzählt eben vom Grundeinkommen. Und aber das, was Opa erzählt, ist jetzt nicht nur alles so total erfreulich und alles ganz leicht. Also insoweit wird die Geschichte, die ich Ihnen erzähle, auch hoffentlich ein bisschen, bisschen anregend sein. Opa zittert schon. Ist das nicht schrecklich? Das Ding funktioniert überhaupt nicht. Was habt ihr mir da für ein Ding hingestellt? Das ist keine schöne... Das ist eine Grundkanne oder sowas. Okay, gut, also, Zukunft. Ich habe mir ein paar Sachen vorbereitet. Ich bin gefragt worden, was Grundsätzliches zu sagen. Es soll ja eben ein Auftakt sein. Und Grundsätzliches heißt, ich werde in 4 Schritten vorgehen. Der längste Schritt ist überhaupt mal, Wege zum Grundeinkommen aus verschiedenen Richtungen zu skizzieren. Dann werde ich mich, und dabei werde ich schon gleich am Anfang die Kostenfrage anstellen, die ich am Ende nochmal genauer verhandle. Aber ich werde deutlich machen, das kann ich gleich vorneweg sagen, die Kostenfrage hängt natürlich davon ab, was ich unter Grundeinkommen verstehe. Und insoweit müssen wir erstmal auch unser Verständnis für Grundeinkommen nochmal ein bisschen schulen. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Dann kommen wir zum Kosten und am Ende möchte ich nochmal ein bisschen grundsätzlich ausholen, was ich gleich am Anfang auch nochmal ansprechen werde, was es eigentlich überhaupt bringt, wozu überhaupt. Diese Frage werde ich mehrmals stellen, weil wenn wir über Reformen nachdenken, müssen wir natürlich darüber nachdenken, wozu machen wir das. Und gestern Abend habe ich ein längeres Videogespräch mit einem Bundestagsabgeordneten einer Partei geführt. Und es war ein interessantes Gespräch und der war, wie sich herausstellte, ist kein Grundeinkommensbefürworter, das Gegenteil eher.
Und das Gefühl des Gesprächs, deshalb bringe ich es mal ein, war, also er war schon neugierig, er wollte, sonst hätte er mit mir ja nicht telefoniert, eine Stunde lang, ne, aber per Video. Aber er war großer Skeptisch und die Kernskepsis, und die möchte, der möchte ich auch beginnen, ist ja, also was soll ein Grundeinkommen eigentlich den Leuten bringen, denen es ganz gut geht? Also seinen Wählern. Was soll es denen bringen? Eine sehr interessante Frage, weil rein ökonomisch, rein materiell, finanziell ist die Antwort einfach. Nichts. Also seinen Wählern bringt das Grundeinkommen eigentlich erstmal nichts. Und damit ist das Gespräch, merke ich schon, bei ihm eigentlich schon ein Stück weit beendet, ne? Weil er will ja gerne gewählt werden. Er setzte dann noch was hinterher und sagte, ja, also ich habe den Sozialstaat eigentlich bisher überhaupt noch nicht gebraucht. Außer die Krankenversicherung, sonst habe ich ihn gar nicht gebraucht. Okay, Bildungssystem auch. Da waren schon zwei Punkte. Ich wollte erst gar nicht nachbohren, das ist also die Frage, Sozialstaat einerseits, Grundeinkommen andererseits, das ist das, worüber ich sprechen möchte mit euch heute, mit Ihnen. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die Frage, wie ist das Grundeinkommen eigentlich eingebettet? Wo gehört es eigentlich hin? Also ich möchte wirklich ein größeres Fass aufmachen. Und damit es richtig groß ist, beginne ich mit der ersten Folie, mit dieser Folie. Viele von Ihnen werden sie kennen. Das ist die SDG-Folie, Sustainable Development Goals, Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Da steht nicht drin Grundeinkommen. Ist nicht der Fall, aber steht erstes Ziel, interessanterweise keine Armut. Interessant. Dann stehen noch ein paar andere schöne Sachen drin. Ich will die jetzt nicht vertiefen. Aber was interessant ist, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte der, wenn man so möchte, der Weltpolitik sozialpolitische Programmatiken, also Ziele und Programmatiken, Implementation, das ist eine Menge dahinter, stecken konkrete Ziele, 169 Unterziele, viele weitere implementative Fragen, also die ich jetzt aber nicht aufgreifen möchte, die zum ersten Mal Sozialpolitik und Umweltpolitik oder Nachhaltigkeitspolitik zusammenbringen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde das leider im weiteren Fortgang nicht permanent immer wieder in Verbindung bringen können, weil es wirklich ein großes Desiderat ist. Es sind zwei völlig verschiedene Welten bisher. Die Sozialpolitikwelt, die Wohlfahrtsstaatswelt und die Nachhaltigkeitswelt. Meine festen Überzeugung ist, dass das auf Dauer so nicht geht. Wir müssen es zusammenbringen. Wir müssen über soziale Nachhaltigkeit sprechen. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, das hieß Soziale Nachhaltigkeit. Da geht es genau um diese Frage, wie kann man sozusagen diese Sozialstaatlichkeit und die Ökostaatlichkeit in eine produktive Beziehung bringen. Und die SDGs sind meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Impuls, der sozusagen wie so eine Art Normativ für mich bei der Grundeinkommensdiskussion eine Rolle mitspielt. Aber nicht nur das, schauen wir an. Paletta hat gerade angesprochen, am Anfang Corona und Grundeinkommen, geht da nicht was? Also in der deutschen Politik scheint da nicht sehr viel zu gehen, außer für Periphere, für Künstlergrundeinkommen haben die Bayern eingeführt, sonst aber eigentlich so viel ist da nicht zu sehen. Man hat die Hartz-IV-Regulierungen massiv abgebaut, also man kommt jetzt Hartz-IV fast schon grundeinkommensmäßig gezahlt, wenn man die Rahmen erfüllt, keine Vermögensprüfung, Einkommensprüfung gelockert und so weiter. Aber immerhin der portugiesische, spanische und italienische Sozialminister, Arbeitsminister, die haben sich gemeinsam vor einigen Monaten, das war im Mai diesen Jahres, dafür eingesetzt. Hier hieß es Minimum Income, aber die meinten ein Basic Income System. Also von der Peripherie aus unserer Sicht, wir Österreicher, wir Schwaben, gut, wir sind natürlich immer da, wo das Zentrum ist, aber also wir Deutsche und wir Österreicher, sage ich mal so, da unten im Süden. Aber gut, immerhin. Das war gar nicht mal so lange her, hatten die ein bisschen mehr Gold als wir. Und jetzt sind die auch nicht so nah, sind nicht unbedeutend, diese Länder. Gehören zur EU. Und es gibt durchaus eine Diskussion, ich will es nur mal anklingen lassen, ohne es jetzt zu vertiefen, über die Frage, welche Rolle kann bei einer Veränderung der europäischen Politik ein Grundeinkommen spielen. Dazu haben wir auch einiges gemacht. Auch geschrieben, kann man, aber das will ich auch nicht ins Zentrum heute rücken. Das ist ein Thema für sich, aber ein wichtiges Thema. Also, weil jede Grundeinkommensidee, wie immer sie machen wollte, müsste natürlich in einem EU-Staat mit EU-Recht kompatibel sein.
Oder man muss das EU-Recht ändern, aber jedenfalls muss es kompatibel sein. Also auch das zweite Thema. Jetzt ein drittes, und damit möchte ich sozusagen ein bisschen auch sozusagen aus der Oper-Erzählt-Perspektive noch in eine noch aktive Menschen-Perspektive eintreten, nämlich eine, leider, wie das ausschaut, das Leben ist eben auch ein Kampf. Hier, das Zukunftslabor, war ein außerordentlich interessantes Projekt. Ich sage war, es müsste eigentlich noch laufen. Zukunftslabor Schleswig-Holstein, außerordentlich interessantes Projekt, in dem zum ersten Mal eine deutsche Regierung, Landes- oder Bundesregierung, überhaupt eine große öffentliche Körperschaft, sich der Frage stellte, inwieweit das ein Grundeinkommen im Kontext einer umfassenden Sozialreform eine Rolle spielt und auch was es kosten soll. Also es war bewusst gefragt worden, wie könnte das aussehen, wie ist es auch rechtlich machbar, wie sind Übergangslösungen machbar und wie ist es auch finanzierbar. Das war der Auftrag. Dahinter steckte eine interessante Koalition, eine Jamaika-Koalition in Kiel. Kiel und Linz haben ja zwei Buchstaben gemeinsam. Na gut, das ist natürlich ansonsten nicht so arg viel, aber doch, die Bevölkerungszahl ist ähnlich. Und es gibt auch Werften, habt ihr hier nicht. Aber gut, wie auch immer, jedenfalls haben die Kieler sich auf dieses Ding geeinigt, vor allem der dortige FDP-Minister und Robert Habeck, damals noch stellvertretender Ministerpräsident, jetzt ist er da nicht mehr, jetzt tritt für höhere Ämter an. Und die Idee war sozusagen, diesen Wunsch nach einer Präzisierung der Grundeinkommensidee, nach einer Solidisierung der Diskussion herunterzu und dafür auch eine Geldsumme zur Verfügung zu stellen. Einfach mal ein paar hunderttausend Euro. Weil wenn die Ökonomen anfangen, was zu berechnen, wird es eben teuer. Und einer unserer Partner, unser Unterauftragnehmer, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die wollen natürlich auch Geld. Gut, wir wollen auch Geld, wir Soziologen sind auch nicht umsonst, aber ich wollte dann sagen, man war bereit, mal eine halbe Million zur Verfügung zu stellen. Also das ist für unsere Verhältnisse mal relativ viel gewesen. Dann haben wir das Projekt, wir haben das beantragt, wir haben ein zweistufiges Ausschreibungsverfahren, da haben wir einen Zuschlag bekommen und haben auch angefangen. Und um gleich das Traurige zu sagen, nach einem Jahr haben wir eine Kündigung bekommen. Jetzt treffen wir uns vor dem Landgericht. Das wird noch ein paar Jahre gehen, bis zur nächsten Wahl wird der Prozess gehen. Und vor der Wahl wird er dann öffentlich verhandelt. Da freuen wir uns schon drauf. Dahinter steckt, das kann ich ja natürlich nicht erzählen, Details können Sie auf unserer Website nachlesen, ein bisschen was. Dahinter steckt ein Problem. Ich will auf einen Punkt, deshalb erwähne ich das. Weil es sich herausstellt, dass zwei Sachen eine Rolle spielen. Das Grundeinkommensthema ist konflikthaft. Es ist wirklich konflikthaft. Und zweitens, es interessiert die Leute nicht, die was zu sagen haben. Und das ist ein Problem. Nicht, dass es die Leute nicht interessiert, die Bevölkerung, die interessiert es schon. Ja, komme ich gleich dazu. Aber die was zu sagen haben, interessieren sich nicht. Und das hat was zu tun mit dem, was ich vorher sagte. Die sehen gar keinen Veränderungsbedarf. Weil die Leute, die an der Macht sind, haben ja das System, was wir heute haben, ja mitgeschaffen. Und deshalb sind sie stolz darauf. Die finden es gut. Mal ein bisschen was ändern, da ein kleines Schräubchen, klar, immer muss was verbessert werden. Aber im Großen und Ganzen ist man einverstanden. Und das war interessant bei diesem Projekt, war sehr lehrreich für mich. Ich meine, ich mache es halt wirklich seit vielen Jahren. Mein erster Artikel, 86 war ich mal hier, aber mein erster Artikel erschien 84, da war ich noch ein junger Spund. Und mein erstes Buch zum Grunde 83, also seit Ewigkeiten beschäftige ich mich damit. Viele sagen schon, bist du das nicht müde? Bist du nicht, ist das nicht, wenn das so lange nicht passiert, dann ist das vielleicht eine blöde Idee. Das kann ja auch sein, ne? Ja. Und ich muss aber auch hinzu, jetzt bringe ich diesen blöden Witz von heute Nachmittag doch nochmal. Passt da gerade. Weil zwischendurch war ich ab und an auch mal der Meinung, dass Grundeinkommen keine gute Idee ist. Immer dann, wenn ich mit Leuten eng was zu tun hatte, die ich überhaupt nicht leiden konnte. Sollen die ein Grundeinkommen kriegen? Ja, also ich meine, vielleicht sind sie alle so Halbheilige, dann fällt ihnen niemand ein, der kein Grundeinkommen verdient. Aber der normale Bürger, so wie ich, mit einem gewissen Maß an Ressentiment, Neid und Missgunst, also es hält sich in Grenzen, aber manchmal kommt es wieder heraus, dann gibt es Menschen, denen gönnt man es nicht. Das wirft Fragen auf. Allein schon so eine innere Regung wirft Fragen auf den Psychologen unter uns auch, den Ethikern auch, aber auch uns Soziologen. Wir stimmen uns stimuliert es. Also woran, wie kommt es, dass es so ist? Wir haben ein paar Veröffentlichungen gemacht. Eine ist gerade verboten, haben ein, zwei Verfügungen. Ich komme ins Gefängnis für ein halbes Jahr, wenn ich das jetzt Ihnen hier geben würde. Ja, das wird sich alles
vor Gericht noch geben und spätestens, wenn die Minister ausgewechselt sind, wird es dann veröffentlicht. Aber naja, das Ganze ist eifrig, mit Eifer besetzt. Und es war mir, mir war klar, dass es konflikthaft wird, aber dass es so wird, hatte ich nicht damit gerechnet. Wir haben drei veröffentlicht. Können Sie runterladen. Die eine ist ganz frisch erschienen. Online Delphi in der Zukunftsforschung zur Sozialpolitik. Wir haben da ein Delphi gemacht. Und da haben wir auch dieses Modell, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, etwas ausführlicher abgedruckt. Das ist nämlich ohnehin schon auf der Website verfügbar. Nur findet das da niemand. Da dachten wir, muss man es noch ein bisschen popularisieren, ein bisschen veröffentlichen. Das wird auch nicht die letzte Veröffentlichung sein. Gericht hin oder her. So. Was ist unser Modell? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz die Idee. Ich werde die dann gleich wieder verlassen und dann am Ende nochmal aufgreifen. Die Grundidee, die wir in diesem Projekt vertreten haben und die natürlich jetzt nicht aus dem Projekt stammt, sondern das sind natürlich Gedanken, denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, auch in anderen Veröffentlichungen. Aber da haben wir es noch ein bisschen zugespitzt und wir hatten diese vier Modelle, muss ich hinzufügen, sie hätten dann berechnet werden sollen vom DIW. Und es gibt auch Vorstudie dafür und das wäre sehr interessant gewesen, äußerst interessant. Ich will es mal ganz kurz skizzieren, weil jetzt muss ich versuchen, Vorlesung hin oder her, auch bei meinen Studierenden in den ersten Semestern muss ich sehr verständlich sein. Ich bin nicht dafür berühmt, dass ich das bin, aber ich will hoffen, dass es hier in der Fremde wird mir ja meistens eher gehört, dass es vielleicht hier in der Fremde gelingt, verständlich zu sein. Also vier Grundmodelle von Grundeinkommen, die was zu tun haben, da komme ich gleich nochmal dazu, mit vier Grundtypen von Politik. Ja, mit vier Grundtypen, die man die Sozialpolitik-Experten, falls jemand hier sitzen sollte, Expertin, Wohlfahrtsregime-Theorie, ich komme darauf nachher nochmal, die schwingt damit rein. Also erstmal die erste Idee ist, ich mache ein Bürgergeld. Den Begriff Bürgergeld haben Sie vielleicht schon mal gehört. Darunter wird normalerweise verstanden, im deutschsprachigen Diskurs eine sogenannte negative Einkommensteuer. Das heißt, hier wird das Grundeinkommen in das Einkommensteuersystem integriert. Ja, und die Idee dabei ist, dass der Übergang zwischen Nichtarbeit und Arbeit smooth wird. So sozusagen kontinuierlicher wird. Das ist nicht so eine Armutsfalle, wie es dann diese Leute, die dafür sind, sagen. Die sagen, es gibt eine Armutsfalle. Leute werden in Armut gehalten, weil es sich für sie nicht lohnt, erwerbstätig zu sein. Also die Annahme hinter dieser Negativsteuer im Kontext der Grundeinkommensdiskussion ist ganz stark, dass es sich hier um eine sozusagen Arbeitsmarktverflüssigungsidee handeln solle. Ja, mehr Leistungsmotivation, Stärkung. Das ist die Idee. Und zu dieser Idee passt, wenn man, jetzt muss ich hinzufügen, wir hatten den Auftrag in diesem Projekt und mir kommt das Ganze zu Pass, weil ich gerade mein Buch Sozialpolitik überarbeiten musste, wegen nach dem Verlagswechsel, aber ich sagte, okay, geht es eben die gesamte der Sozialpolitik, da diskutieren wir jetzt mal die ganze Einkommensseite zusammen mit der Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Das ist jetzt echt hoch abstrakt, da geht es nämlich allein in Deutschland um, wenn man alles zusammenrechnet, um fast eine Milliarde, also Billion. One billion, also Billion ist eine, also Billion ist eine Billion, Billion sind 1000 Milliarden oder sowas. Also kommen wir ganz durcheinander. Also eine amerikanische Billion ist Deutschland eine Milliarde und in Deutschland ist ansonsten eine Billion 1000 Milliarden. Also eine Menge Geld. Das ist der deutsche Sozialstaat, mindestens, wenn man die Steuersachen mal außen vor lässt. Also Transfersysteme ist eine Menge Geld. Österreich ist ein bisschen weniger, weil weniger Österreicherinnen und Österreicher, aber auch viel. Das heißt, es geht um viel Geld dabei. Und die Frage ist ja, wie wird es umverteilt, wie wird es organisiert? Und da gibt es verschiedene Grundtypen. Und ich stelle Ihnen jetzt eben diese vier Grundtypen vor. Der erste Grundtyp wäre dann zu sagen, ja, ist eher ein marktlicher Grundtyp, so hören Sie aus, ein eher liberaler Typ. Ja, zu sagen, wir müssen auch die Kranken- und Pflegeversicherung möglichst liberal finanzieren. Da könnte man die Radikalvariante war früher zu sagen, ja, alle sollen sich selbst versichern. Das sind selbst die Liberalen mittlerweile überwiegend davon abgekommen. Aber eine Idee ist so diese Kopfpauschale oder Bürgerpauschale. Das ist so in der letzten Jahrzehnten so eine Diskussion in liberalen Kreisen. Also in Deutschland zählte zum Beispiel Angela Merkel dazu. Ja, bis sie gemerkt hat, dass sie damit keine Wahlen gewinnt, und dann hat sie diese Idee wieder einkassiert. Also eine Kopfpauschale. Die Schweiz haben es übrigens eingeführt, eine Kopfpauschale. Interessant ist, dass so eine Kopfpauschale merkwürdigerweise fast was Bürgerversicherungsartiges hat, das kann man in der Schweiz ganz gut sehen. Die Schweiz hat sowas
Und da müssen alle Leute die Kopfpauschale bezahlen. Das ist natürlich bei größeren Familien echt teuer und in Ballungsregionen erst recht. Also muss es dann wieder eine Subvention der Kopfpauschalen geben. Also diese Verwaltungsvereinfachung frisst sich dann wieder etwas auf. Aber lass mal dahingestellt. Also die Idee ist, Negativsteuer, Kopfpauschale, ein eher marktliches Modell. Das ist aber ein Grundeinkommensmodell. In der Grundeinkommensdiskussion rege vertreten von verschiedenen Vertretern. Vertreterin. Die zweite Idee ist eine ganz andere Struktur. Da wird das Grundeinkommen allgemein aus dem Steueretat finanziert und wird jedem sozusagen schon mal vorab gezahlt. Völlig wurscht, ob er viel oder wenig hat. Völlig wurscht, unabhängig vom Vermögen. Das nennt man auch in der technischen Diskussion Sozialdividende. Wenn man jetzt technisch genauer hinschauen würde, das mache ich jetzt aber für einen Abendvortrag nicht, weil das ist nur was für eine Morgensvorlesung. Um 6.15 Uhr, wenn die Leute richtig wach sind. Ne? Ja, also, da müssen wir mal die Tabellen anschauen, dann sieht man, es ist genau gleich. Also technisch ist es genau gleich, die gleiche Wirkung. Also Negativsteuer und Sozialdividende wirken gleich, sofern es beides über Einkommensteuer finanziert wird. Anders ist es, wenn es über Mehrwertsteuer finanziert wird. Es gibt auch so eine Vorschläge. Führt natürlich zu gigantischen Mehrwertsteuersätzen, die gehen in Richtung 80% oder 100%. Das wirft den Kollegen Schneider sofort auf den Plan für die nächsten Jahrzehnte. Nichts mit Ruhestand, weil dann die Schwarzarbeit ein großes Thema sein wird bei einer Mehrwertsteuer von 80% oder 100%. In Deutschland gibt es dafür auf dem Bau den Begriff Märchensteuer schon bei 19%. Wie wäre es erst bei 80%? Gut, also die Grundidee ist jetzt hier, jeder bekommt Geld. Das ist das, was Paul Ettel so angedeutet hat, die Idee. Jeder kriegt Cash, Sozialdividende, jedem legalen Einwohner und es wird dann, das kommt aber schon ins Technische, wir haben in unsere Überlegungen ergänzend, ich bin ja schon länger auf dem Geschäft, ich möchte das dann, wenn man das macht, so als Primäreinkommen verstehen, also rechtlich ein Primäreinkommen gleichstellen, was weitreichende Konsequenzen hat, also kein Transfereinkommen, sondern ein Primäreinkommen. Aber das würde schon, geht schon ins technische Detail. Dass aber dann selber Einkommen und sozialversicherungspflichtig ist, ist die Idee. Also Grundeinkommen ist selber, ich habe das Ganze mal gemacht gehabt, vor vielen Jahren habe ich mal so ein Elterngehalt, so ein Erziehungsgehalt mal mit dem DEW, ist 20 Jahre her, oder 23 Jahre, haben wir das mal berechnet und ein Gutachten gemacht. Da haben wir das schon mal durchprobiert, diesen Gedanken. Das kann funktionieren, warum nicht? Und da wurde umgekehrt auch die Kranken- und Pflegeversicherung, die würde dann logischerweise auch aus Steuermitteln finanziert. Auch das ist keine ganz abstrakte Idee, weil zum Beispiel England macht das. Also das Mutterland des Liberalismus hat den größten Arbeitgeber Europas, den National Health Service, ein nationales Gesundheitsdienst, aus Steuermitteln finanziert. Übrigens von den Kosten her etwa halb so teuer wie das amerikanische Gesundheitswesen und dreimal zu effektiv, sagt jeweils die Scores der EHO. Aber gut, Nebenthema. Wir können nicht alle Themen gleichermaßen diskutieren. Ich will nochmal deutlich machen, alles hängt mit allem zusammen, das wissen wir eben, Schmetterlinge und der Reissack im Amazonas oder irgendwo. Also die Welt hängt, alles hängt zusammen, aber ein bisschen präziser wollen wir schon sein. Also die zweite Idee ist steuerfinanzierte Achse. Grundeinkommen und eben die Dienstleistung auch darüber. Die dritte, Sie merken, das ist eher sozialistisches Modell, sozialdemokratisch. Sozialdemokraten in Deutschland sehen das so nicht, aber die Sozialdemokraten historisch und woanders würden es als sozialdemokratisches Modell sehen. Die Österreichischen vielleicht auch, ich weiß nicht so genau, ob die österreichischen Sozialdemokraten eigentlich überhaupt existieren. Doch, in Linz sozusagen, das gallische Dorf der SPÖ. Na gut, sie heißen ja auch Sozialisten hier. Ne? Also sozialistische Partei immer noch, oder? Habt noch nicht umbenannt, glaube ich. Ne? Bitte? Ja, bis vor kurzem hießen sie Sozialistische Partei Österreichs. Heißen immer noch so, oder? Haben sie umbenannt? Ach, hattet ihr also auch euer gutes Werk. Na gut, also okay, ein sozialistisch-sozialdemokratisches Modell, steuerfinanziert, starke Staatszentrierung. Das dritte Modell, das lebt mit den Sozialversicherungen. Ihr ahnt schon, ein eher konservatives Modell. Statussicherung stellt im Zentrum verschiedene Berufsgruppen, Beamte, die Psychotherapeuten, die Apotheker, die was auch immer, alle sollen ihr eigenes Sicherungssystem bekommen, weil ja alle eben was Eigenes sind. Sie haben eine eigene Würde. Ja? Und die Masse ist dann in der Rentenversicherung und in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und hat nicht so eine große Würde, aber eben auch irgendeine Würde, kleinere Würde halt. Also das ist das Modell der Sozialversicherung. Deutschland repräsentiert es. Es gibt viele Länder. Italien ist auch so aufgebaut. Ganz extrem ist Griechenland.
Also ganz extrem, was das Rennsystem betrifft. Also da gibt es wirklich, das ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Also Bismarck so Sozialstaat. Jetzt kann man da eigentlich auch ein Grundeinkommen mitmachen in dem System. Schwierig, schwierig. Eine Idee wäre sowas wie das, was man als Sockelung bezeichnet hat. Man könnte jetzt sozusagen sich vorstellen, dass man diesen Sockel, das Sozialhilfesystem oder Arbeitslosenhilfesystem in Deutschland, Hartz IV, dass man dies so zu so einer Grundsicherung macht, die praktisch sanktionsfrei ist. Das kann man sich vorstellen. Die Linke in Deutschland will sowas zum Beispiel. Ja, Teil der Grünen nennt es Garantiesicherung. Also man kann sich für ein konservatives Modell nach unten hin absichern. Was man gleich aber merkt, das ist, wenn es ums Geld geht, ist das für das Problem sein, dass sie dann Übergänge haben. Also Übergangsprobleme haben zwischen denen, die in diesem sozusagen Grundsicherungsbereich, der ja bedarfsorientiert ist, da müssen sie praktisch, müssen sie sich mehr oder weniger Hosen runter, wurde es genannt, ne? Ja, also im Augenblick nicht so sehr, aber sonst schon, ja. Und dem, was danach kommt, da gibt es echte Übergangsprobleme, massive Brüche und Unzufriedenheiten und Ungerechtigkeitsgefühle. In Deutschland haben wir jetzt eingeführt eine Grundrente, sogenannte Grundrente. Ist keine Grundrente, ist echt ein Lügenbegriff. Aber wir nennen es Grundrente, ja. Jetzt wird es leider aufgenommen. Sonst, wenn es auch nicht aufgenommen worden wäre, hätte ich gesagt, wenn ich die Grundrente wäre, ich habe mein Buch gemacht, Grundrente in Deutschland, wenn ich die Grundrente wäre, dann würde ich sagen, wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Ja, weil die haben den Begriff Grundrente gekapert für etwas, was überhaupt keine Grundrente ist. Das ist wirklich gemein. Also aus Sicht der Grundrente. Weil eine Grundrente eigentlich etwas ist, was wirklich bedingungslos ist im Alter. Wo man nicht groß rum beantragen muss. Das ist die Idee der Grundrente gewesen. Immer. Auch immer in der SPD. Noch bis in die 50er und 60er Jahre. Der SPÖ sowieso. Und das ist interessant, also diese Idee einer Grundrente wird jetzt eben eingebaut ins System. Das Problem wird sein, dass nämlich all die unteren Einkommensgruppenbezieher, sobald die mal eingeführt ist, unzufrieden sind, weil die nämlich, obwohl sie lange eingezahlt haben, kaum mehr Geld bekommen als die Grundrentenempfänger. Also es wird dann dauern, es wird mit Sicherheit Sozialgerichtsprozesse geben, es wird Verwerfungen geben. Und das ist das Problem. Sie können ein konservatives System, das kann man ausbauen, das kann schon auch leisten, ist auch leistungsfähig. Das Gleiche gilt ja für das Gesundheitswesen. Deutschland hat versucht, dieses Sozialversicherungssystem immer universalistischer auszubauen. Die Österreicher haben es in der Gesundheitswesen sehr gut sogar gemacht. Ja, also Sozialversicherungen de facto in Richtung einer Bürgerversicherung ausgebaut, die Österreicher. Die Deutschen haben es bei der Pflegeversicherung geschafft. Also die Leistungen der Pflegeversicherung in Deutschland sind Bürgerversicherung. Die sind nämlich für alle gleich, ob sie privatversichert sind oder gesetzlich versichert. Nur die Beitragserhebung ist sehr unterschiedlich. Also die Neigung geht, und das will ich aber sagen, die Neigung geht auch im konservativen Modell in Richtung Universalismus, eigentlich in Richtung Grundeinkommenselemente. Und das vierte Modell will ich auch noch erwähnen, jetzt bin ich bei einem ersten Schaubild und habe schon so viel zu erzählen, hoffentlich langweile ich Sie nicht. Das vierte Modell ist jetzt sozusagen von Ihrem alten Konkurrenten, der Schweiz. Ich habe aber schon entdeckt, dass es sogar Schweizer gibt, die nach Österreich ausgewandert sind. Und hier Brötchen verdienen. Und die Schweizer jammern ja immer, dass alle zu ihnen kommen. Aber es gibt also auch Leute, die umgekehrte Richtung gehen. Also Österreich ist auch ein schönes Land, muss man mal wirklich klar sagen. Lob an ihr schönes Land. Ja, und die Schweiz ist aber auch schön. Und die Schweiz hat eingeführt vor vielen Jahren, etwa nach dem Krieg, Anfang der 50er Jahre, die Alters- und Hinterlassenenversorgung und die Invaliditätsversicherung. Organisiert durch das Bundesamt für Sozialversicherung. Und es ist eine Bürgerversicherung, meiner Meinung nach par excellence. Weil jeder Bürger muss da drin sein. Und anders als die wirklich größte Bürgerversicherung der Welt, das ist nämlich die amerikanische Social Security unter Roosevelt eingeführt, 1936 und folgende, nach der großen Depression, die größte Bürger, die hat aber kein Grundeinkommen drin. Die Schweizer haben einen Sockel eingezogen, eine Grundrente. Und Sie können in der Schweiz, kriegen Sie mindestens die Grundrente, wenn Sie die Mindestversicherungszeit haben, oder maximal das Doppelte der Grundrente. Es gibt aber keine Beitragsbemessungsgrenze. Also faktisch ist der Beitrag zur AHV eine, wie wir Deutschen würden sagen, eine Sozialsteuer. Ja, deswegen ist der Umverteilungseffekt des Rentensystems erheblich. Aber es ist trotzdem noch genügend Platz A für obligatorische betriebliche Alterssicherung, die nämlich da sind bei Leuten ab 16.000 Franken Jahreseinkommen. Die müssen die Betriebe noch obligatorisch dazu zahlen, weil der Beitrag zur AHV bloß bei 10,1% liegt. Darf man nicht vergessen. Plus noch einen Bundeszuschuss.
von etwa 20% der Umsätze. Also diese Idee, die will ich nicht weiter vertiefen, aber diese Idee der AV, als ich mich dann mit der Schweiz vor einigen Jahrzehnten intensiver beschäftigt habe, dachte ich, das ist doch eigentlich nicht schlecht. Da habe ich dann gemeinsam mit dem dort damaligen Präsidenten der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik diskutiert, da haben wir gemeinsam was geschrieben und da haben wir, kam ich auf die Idee, das könnte man doch eigentlich auch übertragen auf ein Grundeinkommensmodell. Warum könnte man nicht eigentlich das Rentensystem expandieren, das Schweizer mal erstmal gedanklich auf alle Einkommenssicherungstatbestände? Also Arbeitslosenversicherung, Kindergeld, Elterngeld, Krankengeld, Studium und so weiter. Warum könnte man das nicht einfach ausweiten? Ginge das nicht? Dazu werde ich nachher nochmal was Genaues sagen. Das ist eigentlich die Idee. Behinderung, Ausbildung. Na, und man, das könnte man natürlich auch für den Bereich Gesundheit und Pflege machen, so eine Bürgerversicherung. Warum denn nicht? Die Schweiz, die Österreicher machen, ihr macht es ein Stück weit so, na, ist nicht ganz perfekt, aber in die Richtung geht's. Die Schweiz macht es zwar kopfpauschalmäßig, aber faktisch ist es auch so, dass alle, es gibt keine private Versicherung. Es gibt eine Zusatzversicherung, aber erstmal kopfpauschal ist für alle. Also das sind die vier Grundtypen. Und jetzt ist die interessante Frage, ja, wenn wir über Grundeinkommen reden, worüber reden wir? Worüber reden wir die Kosten? Und man kann sich schon denken, dass die Kosten je nach diesem Modell sehr unterschiedlich sein werden. Deshalb nur eine kleine Anmerkung, unten in der Fußnote steht drin, unser Plan war, dass wir zwei Niveauvarianten berechnen wollten. Das würde ich auch immer machen. Und wenn das Projekt doch wieder weitergeführt wird, dann werden wir das auch tun, also wenn das Gericht uns Recht gibt. Dann werden wir nämlich zwei Varianten berechnen, nämlich das jetzige Niveau ist in Deutschland etwa 810, 820 Euro, wird jetzt ein bisschen steigen nächstes Jahr. Also der Hartz-IV-Betrag für einen Alleinstehenden im Schnitt mit den Wohnkosten. Und die Variante etwa 1000 Euro, das ist etwa der Satz, wenn man die Forderung der Wohlfahrtsverbände zum Regelsatz ernst nimmt. Ja? Also etwa die Armutsrisikoschwelle, wobei die eigentlich noch deutlich höher ist. Was man aber nie vergessen darf, ist, bei diesen Summen müssen Sie immer noch die Krankenpflegeversicherung obendrauf rechnen. Die liegt in Deutschland pauschal etwa bei 140, 150 Euro, die aber im Hintergrund gezahlt wird. Die Leute kriegen das gar nicht mit. Also wenn Sie Grundsicherungsempfängerin sind oder Empfänger, dann zahlt Ihr Behörde, zahlt an die Krankenversicherung diese Summen. Also faktisch kriegt auch heute schon jemand, der Grundsicherung Hartz IV, Grundsicherung bezieht, knapp 1000 Euro im Monat zur Verfügung. Auch wenn da nicht alles direkt zu verüben ist, sollte man nicht ganz vergessen. Und Österreich ist sogar noch ein Tick mehr. Ihr seid ein bisschen großzügiger. So, okay, deshalb die Österreicher hier. Ich wollte mal was Linzerisches bringen. Hier mein Grundeinkommen, hier ist Dings draußen Werbematerial. Ich wollte dazu nur kurz, ich wollte es an die Wand werfen, einfach so aus Respekt vor den Einheimischen, die nämlich echt pfiffig sind. Na, was ihr da alles produziert, ist schon eine tolle Sache. Aber um mal zu sehen, was ihr macht, eure Idee ist zum Beispiel de facto das Modell 2. Ja, als zweite Modell. Ein richtiges Grundeinkommen als Sozialdividende zu zahlen. Aber wenn man da einmal anfängt nachzudenken, dann merkt man schon, wenn. Ich habe einen Punkt rausgestrichen, weil ihr euch bei dem noch nicht so einig seid. Ja, den erzähle ich jetzt auch gar nicht, weil das muss ja nicht sein. Aber nur, ne, also das ist nämlich, ja, weil man einmal anfängt zu diskutieren ins Detail, wir werden dann nach Outside zur Diskussion haben, dann merkt man überall Schwierigkeiten. Was ist mit Ausländern? Ab wann haben die Ansprüche? Was ist mit größeren Haushalten? Was ist mit Vermögen? Okay, Vermögen nicht. Aber was da mit der Erbschaftssteuer? Soll die nicht erhöht werden? Und so weiter und so weiter. Ja, also wenn man einmal anfängt, über so eine Sozialreform nachzudenken, kommen viele Fragen auf. Bis hin zum Satz 11, der Restfinanzierungsbedarf, wir wissen nicht hoch, ergibt sich durch die konkreten Festlegungen im Gesetzgebungsprozess. Ja, da wird man eine Weile verhandeln. So, deshalb nochmal ganz kurz, mal kurz mal was Basichaftes. Es gibt Reformen grundsätzlich mit einem sehr hohen Rechtsaufwand, also wenn man komplettes System wechseln möchte oder wenn man auf eine Mehrwertsteuer wechseln möchte. Es gibt Reformszenarien mit einem mittleren, aber auch noch erheblichen Rechtsaufwand, zum Beispiel wenn Sie die Sozialversicherung zu Grundeinkommensversicherung entwickeln wollten oder wenn man sowas wie ein Grundeinkommensjahr einführen wollte, könnte man, gab auch mal so einen Vorschlag. Der jetzige SPD-Generalsekretär hat sowas vor ein, zwei Jahren mal vorgeschlagen. So ein Sabbatical für jeden. Könnte man sich auch im System denken, so wie man jetzt Erziehungsjahr bekommt, könnte man sich auch ein Grundeinkommensjahr also so vorstellen. Also ein Ausbildungsjahr oder eine Art Nachdenkensjahr oder einfach ein Faulheitsjahr. Gesetz zur Förderung eines Faulheitsjahres. Okay, klingt ein bisschen komisch, Abkürzung. Ne? Okay, lassen wir mal. Okay,
also dessen Möglichkeit, ob man auch die bescheidener Variante, die wir hatten, eben Grundsicherungselemente innerhalb der jetzigen Sache, Reduzierung von arbeitsmarktbezogenen Sanktionen zum Beispiel. Ja, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, in Richtung Grundeinkommen zu gehen. Und natürlich gibt es nochmal diese grundsätzlichen Modelle, ich habe sie ja gerade schon mal skizziert, Typus Bürgergeld, Typus Grundeinkommen und eben Weiterentwicklung. Und da gibt es eben zwei Typen. Die eine, wenn man es mal so sortiert, ist die bescheidene Weiterentwicklung in Richtung Grundsicherungselemente, das konservative Modell, und die etwas radikalere Variante Richtung Grundeinkommensversicherung. Also es bleibt doch innerhalb des Sozialversicherungsdenkens. Also wir haben drei Typen. Eine innerhalb des Einkommensteuersystems, eine grundsätzlich Cash, Cash in the Tash, wie der Rheinländer sagt. Also Tash heißt Tasche. Muss man, glaube ich, nicht übersetzen. Aber gut, okay. Und, oder eben die Weiterentwicklung der Sozialversicherung. Und Sie merken schon, je nachdem, unterschiedliche Kosten. Und aber natürlich haben wir auch Kommentare. Zum Beispiel Verdi, in Deutschland eine relativ wichtige Gewerkschaft, gerade im Streikmodus, hat sich natürlich auch damit beschäftigt, hat gesagt, sehr teuer, 900, kostet eine Billion, jetzt kommt das Wort Billion schon wieder auf, was ich vorher gebraucht habe, 900 Milliarden mehr auf eine, wie soll das denn funktionieren? Unmöglich, die Staatsquote würde 70% steigen, Grundeinkommensbefürworter spinnen. Na, also haben sie was aufgerechnet, das haben sie echt, ich habe damit diesen Mann, der das gemacht hat, berechnet, das ist echt eine Milchjungenrechnung, muss man schon sagen, aber Verdi, wissenschaftlicher Stab von Verdi, und es hat aber dazu geführt, diese tolle Studie, dass sie dann auf dem Bundeskongress beschlossen haben, lehnt Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle, unabhängig vom Bedarf, lehnt Verdi ab. Also Verdi ist nicht so auf diesem sozialistisch-sozialdemokratischen Strom, den ich davor angedeutet habe. Sie ahnen schon, überall Widersprüche. Und Verdi ist jetzt nur eine Gewerkschaft, die ich erwähne. Ist ein besonderer Jammer, weil Kollege Edler hat vor Herrn Dallinger angesprochen, den ich außerordentlich geschätzt habe. Alfred Dallinger war eben Sozialminister und war sozusagen Verdi-Vorsitzender in Österreich vor weit über 30 Jahren, bevor er Sozialminister wurde. Ein ganz feiner Typ. Und hat eine Grundeinkommensdiskussion in Österreich in der Mitte der 80er Jahre angestoßen. Eine super Diskussion. Die Älteren unter uns können sich vielleicht noch daran erinnern, die Jüngeren natürlich nicht. Ich habe noch drei Ordner mit Zeitungsbeiträgen aus Österreich in meinem Keller, meinem Archiv. Ja, weil es interessant war. Und dann ist er abgestürzt mit dem Flugzeug in den Bodensee, Linienflugzeug, und danach war die Diskussion nach kurzem Tod. Und ähnlich war es auch, als Dieter Althaus in Thüringen, ich bin thüringischer Landesbeamter, eine Diskussion über Bürgergeld geführt hat, zum ersten Mal in der CDU. Ich habe dann die Berechnung gemacht mit einem Kollegen zusammen, Strengmann, Kuhn und Kaltenborn, für die Adenauer Stiftung, haben wir es mal berechnet. Das ist dann auch breit diskutiert worden, diese Berechnungen. Dann wurde ich eingeladen in eine Kommission bei der CDU. Sie merken schon, ich habe überhaupt keine Berührungsängste zu allen demokratischen Parteien. Und die Kommission gemacht dazu. Und dann ist Althaus, hat einen Skiunfall gehabt und danach war die Diskussion tot. Das ist fast interessant. Also zu charismatisch darf eine Diskussion nicht besetzt sein. Sie muss schon in den Köpfen der Menschen angekommen sein. Sonst reicht es nicht. Also wenn das, wir kommen am Ende noch zum Volk, aber sie sitzen ja schon da. Gut, wenn auch das österreichische Volk. Es ist mir aber auch lieb und teuer, weil es ja, wir sind ein europäisches Volk gemeinsam. Wir haben denselben Reisepass. Also nicht der gleiche natürlich, aber sieht gleich aus. Also Verdi will es nicht. Die Bevölkerung ist da anderer Meinung. Hierzu, ich bringe mal gleich drei kurze Befragungsergebnisse. Hier von so einem Meinungsforschungsinstitut, ein bisschen nicht besonders niveauvoll, aber nicht uninteressant, weil die haben zum Beispiel, was die anderen so nicht machen, mal nachgefragt, was glaubt ihr denn, was die angemessene Höhe ist? Das ist jetzt schon 2 Jahre her, diese Befragung, aber ich fand sie ein nettes Bild halt auch, wie das die Meinungsforscher halt machen für ihr Publikum, also die Unternehmen, ne, die wollen ja halt im Marketing. Und da haben sie festgestellt, im Schnitt würden Leute 1.137 Euro für angemessen halten. Fand ich ganz interessant. Also auch, ne, also ist da aus Sicht der Leute, wenn ein Grundeinkommen zu mickrig ist, sind sie der Meinung, es bringt eigentlich nichts. Blöderweise kostet es dann verdammt viel. Das sieht ihr natürlich nicht so sehr, weil das die ja nicht so genau verstehen. Der Sozialstaat ist ja extrem kompliziert. Aber immerhin sehr viele, 67% der Deutschen sind angeblich mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens vertraut. Das hat mich echt überrascht, dass die so geheim vertraut sind damit. Ne? Aber gut, die Deutschen sind eben, man unterschätzt die Deutschen ja sehr oft. Gerade wir Professoren unterschätzen die Bevölkerung permanent, aber die sind vertraut. Aber, und noch schöner, sie sind eigentlich dafür, 58%.
Also beides gefällt mir sehr gut, sind A, vertraut und B, dafür. INSA, Institut in Erfurt von Hermann Binkert, früher Staatssekretär von Althaus, hat auch eine Befragung gemacht, auch 2018. Da kamen sie raus, also auch, kann man sagen, mehrheitlich dafür, wobei es einen leichten Abbruch gibt. Also die ganz Jungen sind komischerweise nicht dafür. Ja, stimme zu, viel zu wenig, aus meiner Sicht. Und bei den Alten gibt es ab 65 einen leichten Einbruch. Fand ich auch interessant. Also auch da ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Gut, dass hier Arbeit geleistet wird. Auch unter den älteren Mitbürgern, die ja heute noch auf ein langes, gesegnetes Leben zurückgreifen dürfen. Aber die haben ja leider meistens Rente, sodass sie nicht glauben, dass das Grundeinkommen ihnen was bringt. Da sind wir schon wieder beim Eingangsproblem. Aber interessant, trotzdem mehrheitlich dafür. Und wenn man europäische Maßstäbe anschaut, extra einen roten Kreis um Österreich gemacht, um Austria. Na, kann man sagen, interessanterweise, in Litauen und Ungarn ganz viele für Grundeinkommen. Das ist jetzt eine Befragung, Auswertung sozioökonomisches Panel vom DIW, Jürgen Schupp, der auch gerade, ich komme gleich nochmal, eine diese Begleitung der Forschung für das Mein Grundeinkommen macht. Die haben dann eine Auswertung gemacht. Und interessant, was sie herausgefunden haben, ist eben, dass die Bevölkerung in Europa eigentlich mit so einer knappen Mehrheit für Zustimmung fürs Grundeinkommen hat. Aber knappe Mehrheit, nicht eindeutig, nicht überwältigend. Weil zwischen Ost und West interessanterweise meine geliebten Ossis, ich bin ja auch Ossi-Beamter und der Name Opielka ist kein italienischer Name, sondern ein polnischer, also ich bin ein echter Ossi. Das heißt, wir sind mehrheitlich dafür. Aber Sie merken, viele auch nicht. Deswegen sind solche Projekte wie mein Pilot am Grundeinkommen sehr gut. Draußen liegt das Buch Wohlfeil aus. Ich kann das Buch nur empfehlen. Das ist ein eher journalistisches Buch. Ich habe es erstmal nicht lesen wollen, weil ich journalistische Bücher nicht so gerne lese. Da habe ich es gelesen und meinen Mitarbeitern geschenkt, damit sie es lesen müssen. Na, haben sie behauptet, sie hätten es auch gelesen. Naja, ich glaube einfach den Menschen. Ich glaube den Menschen, das ist meistens auch richtig. Und da ist es, das Buch kann man wirklich empfehlen. Es sind sehr berührende, gute Geschichten, die auch nicht besonders effektheischend daherkommen, sondern auf dieses Problem aufmerksam machen, was ändert sich in meinem Leben, wenn ich eine gewisse Grundsicherheit habe. Und die Wohlhabenden von uns, unter uns, die es gibt, also ich gehöre nicht dazu, also die wirklich Erbschaft haben, also Schnicke Schnack, und die auch noch nette Eltern haben, also nicht als die übertriebene Forderungen an sie gestellt werden. Du musst unbedingt Mediziner werden, und zwar Oberarzt und nachher später Professor, sowas gibt's ja. Da kriegst du zwar eine Erbschaft, aber lauter Stress, musst nachher Drogen nehmen. Ja, also es gibt ja auch sowas. Also das hier nichts davon. Einfach nur für eine gewisse Zeit lang ein Grundeinkommen bekommen. Interessant. Und das machen die gerade, das Pilotprojekt starten sie gerade. Noch läuft die Anmeldungsfrist. Über 1 Million Leute haben sich schon gemeldet, die da mitmachen wollen, sich bewerben. Interessantes Modell. Also interessantes Projekt. Aber es ist natürlich sehr klein. Da kann man viel rumkritisieren. Auf unserer Website finden Sie eine interessante Diskussion, die wir am Soziologentag geführt haben. Gerade Jürgen Schupp, ein paar andere Kollegen und ich auch, über die Frage, was sowas überhaupt bringt. Ja, also eine interessante Diskussion. Ich glaube, es bringt was. Es bringt auf jeden Fall was, solche Modellvorhaben bringen was, weil sie den Bewusstsein schärfen. Da geht es nicht um die Finanzierungsstruktur, da geht es um die Mentalitätsstruktur der Bevölkerung. Aber denken wir einen Moment nach, braucht man das wirklich? Bringt uns das wirklich was? Ist der ganze Reformaufwand nicht Riesenbohai und am Ende gibt es eine Revolution? Revolutionen gehen ja meistens nicht gut aus. Ja? Also ist das vielleicht nicht doch eine Idee, die deren Zeit nie gekommen sein wird? Könnte ja auch sein. Und es gibt ja, wie gesagt, die meisten Leute, ich habe mal eine Studie gemacht vor ein paar Jahren über Werte und Grundeinkommen, Grundeinkommen und Werteorientierung. Und da haben wir Leute untersucht, Journalisten, eher Medienleute, Sozialarbeit und Wirtschaftsleute und verglichen eher untere Ränge, also untere, mittlere, schon brauchbar verdienende Akademiker, aber dann nur an die Spitzenkräfte. Also Geschäftsführer, Führungspositionen. Und je weiter oben die Leute sind, umso weniger sind sie fürs Grundeinkommen. Das fand ich, und zwar für alle Gruppen. Warum sind sie nicht so sehr dafür? Weil sie natürlich der Meinung sind, dass sie nach oben gekommen sind, weil sie Glück hatten. Weil sie die richtigen Leute kannten. Nee, auch nicht. Sondern weil sie Leistung gebracht haben, Leistung. Deswegen sind sie nach oben gekommen. Die anderen Motive, es gibt noch ein paar weitere, will man nicht so gern nach außen verkünden. Es spielen aber natürlich, wie wir wissen, aus der Elitenforschung eine große Rolle. H
habituelle Kompetenzen, die erwirbst du dir nicht einfach so, die geben dir die Eltern mit und so weiter und so weiter. Netzwerke, die man pflegt, ja, die pflegen muss und so weiter. Also braucht man es überhaupt? Geht es? Ist überhaupt notwendig? Und deshalb will ich nochmal jetzt ganz kurz, jetzt wirklich mal so eine 5-Minuten-Mini-Vorlesung machen, aber nur 5 Minuten. Weil ich glaube, es ist doch wichtig, es nochmal bewusst zu machen, dass, und das ist eigentlich die Botschaft, die ich jetzt der nächsten 5 Minuten, die Botschaft ist, was wir mit dem Thema Grundeinkommen machen, ist die Idee der Sozialpolitik, der Sozialstaatlichkeit auf eine neue Arena zu heben. Ja, die wird nicht abgeschafft, sie wird auch nicht komplett verändert, aber es wird eine andere Arena eingezogen. Und diese neue Arena ändert nicht alles, aber ändert was Grundlegendes. Ja, weil nämlich Grundrechte eingezogen werden. Und zwar Grundrechte systematische und fürs Bewusstsein aller sichtbar eingezogen werden. Deshalb gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Wir schauen uns mal diese Wohlfahrtsregime an. Das ist jetzt für die Abendvorlesung zu viel zu verstehen, aber nur mal die Idee, also ein berühmter, in unserer Szene berühmter Kollege Gösta Esping Andersen, der Däne, der in Barcelona lehrt, einer der bekanntesten vergleichenden Sozialpolitikforscher, der hat diese Idee mal vor 30 Jahren in einem wichtigen Buch und Aufsätzen veröffentlicht und ist mittlerweile, sonst kann man sagen, die dominante komparative Idee zum Vergleich von Sozialsystemen. Und die Idee bei Esping Andersen war, wir müssen nicht nur einfach Institutionen anschauen, sondern wir müssen anschauen, wie hinter den Institutionen bestimmte Ideen stecken, bestimmte kulturelle, politisch-kulturelle Ideen. Und er hat eine sehr komplizierte Analyse gemacht, die ist jetzt nichts für hier, aber hat festgestellt, dass man im Grunde, welch Wunder, 3 große Typen unterscheiden konnte. Und auch tatsächlich auch empirisch unterscheiden konnte, nämlich liberale Wohlfahrtsregime, sozialistisch-sozialdemokratische und konservative. Manchmal liest man auch bei Esping Andersen, hat das auch mal geschrieben, was aber ein bisschen Quatsch ist, dass es eine eher skandinavische, eher angloamerikanische und andere kontinentale Typen sind. Das ist aber natürlich kein wirkliches theoretisches Argument. Es hat sich halt mal so ergeben gehabt und greift vor allem, wenn wir dann weltweit gehen, wo ist denn Skandinavien, wenn wir Asien anschauen? Oder das mediterrane Modell, was da manche entdeckt haben, wo finden sie das in Südamerika? Ja, also finden sie gar nicht. Also das und überall, je nachdem. Aber das Problem ist, also man muss ein bisschen theoretischer denken. Und die Idee ist, das von diesen politischen Ideen her zu markieren, die eben, und jetzt kommt die Pointe, und das ist halt in der Soziologie eigentlich mittlerweile viele Autoren, wie jetzt keine nennen, könnte ich x Autoren nennen, geläufig, die verknüpfen sich mit bestimmten sogenannten Steuerungsideen. Das ist jetzt für die Nicht-Soziologinnen Gedanke. Überlegen wir mal, wie steuere ich eigentlich die Gesellschaft? Was ist das, womit ich die Gesellschaft dahin bringe, dass die Leute dahin bringe, das zu machen, was sie sollen? Und da gibt es eben Grundtypen. Zumindest mal 3 Grundtypen sind allgemein literaturüblich. Das eine ist der Markt, alles über den Markt zu steuern. Und wie wir schon gehört haben, der Liberale, der wacht morgens auf und sagt Markt. Guten Markt. Naja, ist übertrieben, aber so ein bisschen, ne? Wenn Sie mit Liberalen reden und Sie streuen ab und das Wort Markt ein oder sowas, dann merken Sie, wie sich bei denen die Augen aufhellen. Das ist wirklich so. Ich habe jetzt da keine psychologische Studie, aber es ist wirklich so. Ich habe es oft schon beobachtet. Die freuen sich dann richtig, weil sie sich verstanden fühlen. Während der Sozialist, der Sozialdemokrat, da müssen Sie ab und zu mal das Wort Staat einstreuen. Sicherer Staat, ja, Sozialstaat, ja, Bürokratie wird unterschätzt. Und schon freut sich der Sozialdemokrat und der Sozialist. Plan, vielleicht das Wort Plan, ja, auch sehr schön, auch sehr beliebt. Das führt auch zu wohligen Gefühlen. Der Konservative wiederum, bei dem müssen Sie was anderes sagen. Da müssen Sie sagen, Gemeinschaft. Sehr schön auch Familie. Die Herzkammer unserer Nation ist auch sehr schön. Ja, also Gemeinschaft für den Konservativen sehr schön, das ist für ihn sozusagen, da wird er innerlich ganz frisch und straff. Ne? Ja? So, das ist beim Konservativen so. Jetzt gibt es mittlerweile noch eine weitere Gruppe von Leuten, vielleicht haben Sie von denen schon gehört, Garantisten, das ist ein Begriff, den Sie so nicht kennen, aber manche sind auch unter dem Begriff Grüne bekannt. Die Grünen wissen es aber nicht, meistens. Aber ne, das sind sozusagen Leute, die sagen auf Menschenrechte zentral. Und bei denen ist es so, wenn das Wort Menschenrecht kommt, Bürgerrecht, dann fühlen die sich wiederum ganz toll. Universalistische Ethik, die Menschheit, Schillers Ode an die Freude.
Na, da ist der Garantist ganz in seinem Element. Macron war auch so jemand. Gleich zur Amtseinweihung, na, kommt dann gleich Beethovens Neunte. Jemals der Schluss, der entsprechende Satz. Oder eure Vision, haben wir es ja auch. Na, also das heißt, diese menschheitliche Seite. Sie merken schon, jetzt merken Sie, welche ist davon die richtige? Ha! Jetzt können Sie sich persönlich entscheiden. Vielleicht haben Sie einen Mischtyp, sind Sie sozialliberal oder christlich-liberal oder irgendwas, ökoliberal oder ökosozialist, was auch immer. Ich persönlich bin Hegelianer. Also Hegel hat 250 Jahre Jubiläum und bin auch ein Parsonianer und bin deshalb für alles. Ja, Hegel hat in der Philologie des Geistes mal schön geschrieben, alles Wirkliche ist vernünftig und alles Vernünftige ist wirklich. Ja, also wenn es da ist, dann wird es einen Grund haben, dass es so ist. Es kommt auf die richtige Mischung an. Und da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Ich will es jetzt nur als Gedanken haben. Und Sie ahnen schon, wenn ich jetzt ein Modell habe, was, und das ist eigentlich die Botschaft, warum ich es überhaupt bringe, wenn Sie ein Modell haben, ein Sozialsystem, was sehr stark eines verengt, das ist eigentlich die Subthese, die ich jetzt bringe, die Metathese, dann ist es möglicherweise nicht so optimal stabil. Und stabil sind Systeme, die diese verschiedenen Potentialitäten optimal kombinieren. Natürlich muss man die historischen Bedingtheiten anschauen, die in jedem nationalen Wohlfahrtssystem ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, das ist wahr, also man kann da nicht einfach was obendrauf propfen, aber man sollte diese Elemente nicht geringschätzen. Und in Deutschland zum Beispiel spielt erstaunlicherweise trotz des konservativen Modells das Leistungsdenken der allgemeinen Bevölkerung eine extrem große Rolle. Das ist echt überraschend. Also noch mehr als in Österreich übrigens. Also das Denken, das Leistungshandeln weiß ich nicht, aber das Denken spielt wirklich eine große Rolle. Also zeigen diese Erhebungen. Das ist überraschend. Deshalb nochmal ganz kurz diese vier Systeme nochmal anschauen, will sie nicht vertiefen. Das Moment Sozialversicherung, lohnbezogene Beitragserhebung, paritätische Finanzierung, Äquivalenz von Beitrag und Leistung. Bismarcksches Modell. Der zentrale Gedanke, des Grundeinkommens gefährliche Gedanke, ist dieser hier. Ich habe hier Franz Ruhland zitiert, Doktorand von Wilfried Schmähl gewesen, der sozusagen Spiritus Rector des deutschen Sozialsystems, des konservativen Sozialsystems, obwohl er Sozialdemokrat war. Ja, sehr interessant. Aber weites Feld für Sozialhistoriker. Ruhland ist dann vor ein paar Jahren aus der SPD ausgetreten, war auch SPD-Mann, aber dem war die SPD, aus irgendeinem Grund hat er sich beschwert. Aber die Grundidee ist Äquivalenzprinzip und das ist der entscheidende Gedanke. Man hat die Sozialversicherung sozusagen mit dem Äquivalenzgedanken traktiert, die Rentenversicherung. Natürlich nicht die Krankenversicherung, da geht es nicht, aber die Rentenversicherung. Und das ist interessant, das ist genau das Gegenteil von dem, also immer wenn dann die Schweizer Sozialpolitik-Experten, Rentenexperten nach Deutschland kommen, die denken, was habt ihr denn da? Ja? Und umgekehrt, wenn dann die Deutschen in die Schweiz kommen, warum sind die so locker? Ja, also echter Kulturclash zwischen den beiden. Und das liegt an diesem Äquivalenzding. Das ist wirklich wie so ein Mantra, ganz komisches Mantra. Und eines dieser Mantren, muss ich sagen, manche Mantren verdienen, so Bombe gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber die verdienen die Vernichtung und das ist auch nicht so schön. Aber die verdienen die Reduzierung, die Eindämmung, die Einbettung. Dazu gehört dieses Äquivalenzprinzip. Sozialhilfe ist ein anderes Prinzip, ja. Also Armenpolitikprinzip in Deutschland lange Zeit auch sehr wichtig gewesen. Auch in Österreich spielt das eine große Rolle. Ja, Armenfürsorge nannte man das früher. Ja, da brauche ich jetzt im Einzelnen nicht dazu ausführen. Nachrangprinzip, Unterhaltsverzicht, Rückzahlungsverpflichtung und so weiter. Übrigens, das Beveridge-Prinzip in England kombinierte das auf eine interessante Weise mit einer staatlichen Grundversorgung und diesem Nachrang. Also es gibt dann verschiedene Mischformen. Das ist nicht alles, ich skizziere die Idealtypen, in der Realität ist gemischt. Das Versorgungsprinzip, die meisten Kollegen überhaupt nicht bekannt, komischerweise, aber enorm wichtig. Ursprünglich natürlich eine Kriegsopferversorgung. Mittlerweile, also generell in der Eingliederungshilfe in Deutschland, Behindertenfürsorge, Eltern- und Kindergeld auch für Versorgungsprinzip. Und das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt für euren Gedanke. Ein Grundeinkommen nach klassischem sozialistischem Muster ist ein Versorgungsmodell. Es wird sozusagen final gezahlt, ohne dass der Einzelne davor eine Beitragsleistung erbringen muss, ohne dass das einfach jeden Bürger ausgeschüttet. Und das vierte ist eben das Volksversicherung- und Bürgerversicherungsprinzip. Dazu habe ich schon einiges gesagt, Erwerbsunabhängigkeit. Wichtig ist dabei, dass wenn wir das Ganze im Kontext anschauen, dass jedes dieser Systeme bestimmte Leistungen, auch bestimmte Schwächen hat.
bestimmte Grundprinzipien, also ne, was die Steuerungsprinzipien sind. Das habe ich ja schon angedeutet gehabt. Ich habe es hier nochmal auf zusammengefasst in dem Buch und hier nochmal, leider nur das deutsche Modell, das habe ich jetzt nicht auf Österreich adaptiert, aber vieles ist ja sehr vergleichbar. Wenn man sich die vier Grundtypen anschaut, die kommen alle schon vor, beziehungsweise sind in der Reformdiskussion drin. Ne? Also das wollte ich nochmal sagen. Und jetzt, was heißt das fürs Grundeinkommen? Deswegen. Grundeinkommensversicherung, nochmal zwei, drei Sätze dazu, weil das mein Vorschlag ist. Dem folgt bisher so gut wie niemand, wo ich echt schon so lange mache. Also echt eines dieser frustrierten Dinge. Aber wenn ich den Leuten das dann genauer erzähle, dann sagen viele auch, ach, das ist eigentlich eine tolle Idee. Aber kaum sehen sie mich nicht mehr, haben sie es wieder vergessen. Alles das Problem des charismatischen Überzeugens. Naja, gut, also trotzdem, ich versuche es nochmal. Also hier die Idee, das Schweizer Modell zu verallgemeinern und man sich praktisch vorzustellen, jetzt mal auf Deutschland gerechnet, was es kostet, das sind jetzt Schätzungen. Wir wollten es genauer berechnen. Das sind jetzt begründete Schätzungen, muss ich sagen. Also Rentensystem, ne? Also nochmal, da habe ich schon einkalkuliert, nicht bloß den Grundbetrag, diese 810 Euro, sondern 20% Zuschlag, nämlich was auch heute schon in der Grundsicherung im Alter der Fall ist, also weil man eben Mehrbedarfszuschlag bekommt für bestimmte Lebenssituationen und so weiter und so weiter. Und das Doppelte maximal, dann Arbeitslosengeld, so Elterngeld, Kindergeld, das sind jetzt Werte von aus dem Jahr 2018, ich muss die jetzt wieder aktuell, dauernd steigt das Kindergeld, naja. Gut, Krankengeld, Ausbildungsgeld. Und jetzt kommt die Pointe in meinem Modell. Das ist natürlich für die echt eingefleischten Grundeinkommensbefürworter, das ist echt, was ich jetzt hier sage, übel. Wirklich übel. Aber hören Sie es jetzt ein paar Minuten an und danach können Sie es ja vergessen. Jetzt kommt nämlich der Gedanke, weil ich eben so ein Integrationist bin, so ökumenisch. Mein Gedanke ist, naja, also erster Gedanke war, warum soll eigentlich die Grundeinkommensbezieher schlechter behandelt werden als bei uns in Deutschland die Studierenden? Und Studierende bei uns in Deutschland werden so behandelt zurzeit. Das war schon bei mir so, als ich studierte. Meine Schwestern, die nach mir kamen, die haben es sehr schlechter gehabt. Die hatten teilweise 100% Darlehen. Jetzt ist wieder 50% Darlehen. Also 50% ist Zuschuss, 50% ist Darlehen. Aber in Deutschland ist trotzdem, das so ist, ist es abhängig vom Einkommen, was mal, und vom Einkommen der Eltern vor allem. Was ja völlig neben der Kappe ist. Ja. Aber das hat natürlich was mit diesen konservativen Familien Gedönsgedanken zu tun und damit, dass man die Erbschaftssteuer nicht erhöhen möchte. Das ist der Hintergrund. Aber da können wir ja mal ran. Und wenn man das mal ein bisschen durchdenkt und man würde sowas machen, so ein System, also es würde unabhängig sein vom Einkommen, jedem steht so mindestens dieses 810 oder weiß ich was zu, davon 50% das Darlehen. Sie merken schon, das kostet nicht besonders viel am Gesamtbeitrag. Das sind Mini-Werte. Und jetzt habe ich überlegt, ja, es gibt ja auch Leute, die sind weder alt noch arbeitslos, melden sich arbeitslos, stellen den Arbeitsmarkt zur Verfügung, noch sind sie gerade Eltern in der Elternphase, also ersten drei Jahre zum Beispiel, oder sind sie Kind, oder noch sind sie krank, noch sind sie in Ausbildung. Was mit denen? Und über die reden wir ja immer, wenn wir über Grundeinkommen reden. Die Faulheitsprämie. Ja. Das, was die Leute immer ereifert. Deshalb will ich es mal ein bisschen runterbrechen. Aha, wir schätzen mal, begründete Schätzung, die Kosten dafür. Ich habe gesagt, also diese Leute, die kriegen eben auch dieses BAföG für alle. Also das heißt, du kriegst, und dann kriegst du eben nur die Hälfte als Darlehen, die andere Hälfte als Zuschuss. Ja, im Detail, wird ihr merken, ist nicht so einfach, wie man die Grenzen zieht. Aber mal als Grundgedanke war die Idee. Also das heißt, jeder hat der Sache nach einen Grundeinkommensanspruch. Das ist der Punkt, ein Grundrecht auf ein Grundeinkommen. Die Finanztechnik ist in diesem Fall bei diesen Leuten, wer also keine besondere Bedarfslage vorzuweisen hat, der bekommt trotzdem Grundeinkommen, aber die Hälfte als Darlehen. Faktisch ist es ein sogenanntes formal partielles Grundeinkommen, würde man das nennen. So, und jetzt kommt der Haupteinwand. Ja, was ist, wenn jemand dann 4, 5, 6 Jahre Grundeinkommen bezieht und jetzt nicht mehr als wieder Geld verdienen, dann muss er es ja zurückzahlen. Ja, das stimmt. Die Studierenden müssen auch zurückzahlen. Da hat er ein paar Jahre Zeit gehabt, sich zu erquicken, nachzudenken, auszuruhen. Muss er zurückzahlen oder sie zurückzahlen. Dann kommt aber der härteste Kritikpunkt, der ist der folgende. Ja, da hat jemand vielleicht 30 Jahre dieses partielle Grundeinkommen bezogen und stirbt.
Und dann stirbt er einfach mit Schulden. Und die Älteren von uns, die auch schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, haben schon mitbekommen, es gibt auch Menschen, die sterben mit Vermögen. Oder umgekehrt, also auch Vermögende können sterben. Das heißt also, interessante Frage, dann stirbt eben jetzt jemand mit Schulden. Ja, das ist dann eben so. Und die anderen sterben mit Vermögen, da gibt es eine Erbschaftssteuer, wie auch immer, kann man ja ausgleichen. Mir geht es um den Gedankengang. Also hier dieses Modell, ich möchte nicht verhehlen, ich bin da sehr immer noch nach wie vor dafür. Aber da sonst keiner dafür ist, wird es vielleicht nicht kommen. Aber ich wollte nur als Gedankenspiel, finde ich es interessant. Und da merken Sie aber die Kosten, Sie ahnen schon ganz andere Kostenschätzungen. Vielleicht stimmt es mit diesen 17,5% auch nicht. Wir haben das lange diskutiert, auch mit den Kollegen vom DIW. Wir haben es aber noch nicht durchgerechnet, dieses Ding. Vielleicht sind es nachher auch 20%, das kann auch sein. Wenn ich natürlich das Niveau anhebe, sagen wir auf 1.000 Euro, geht es natürlich nach oben. Oder wenn ich zum Beispiel das Spiel war, nicht wie die Schweiz macht, 1:2, also Maximalbetrag ist nur doppelt so, sondern wird 1:3, könnte man sich auch vorstellen, dann steigen die Beiträge auch entsprechend an. Das hätte ich natürlich auch gerne durchgerechnet. Einfach damit man ein bisschen mehr weiß, aber dank meiner Freunde aus Kiel bin ich immer noch unwissend und kann Ihnen sie jetzt auch nicht wirklich begeistern, sondern Ihnen nur dieses Gedankenmodell vorstellen. Ich muss mal die Uhrzeit im Blick nehmen. Jetzt habe ich nur eine Minute 30 Sekunden. Das schaffe ich nicht ganz, aber ich werde Sie nicht mehr lange aufhalten. Also nochmal die Grundidee, diese vier Grundmodelle an die Wand zu werfen, vier Grundtypen. Und in diesen vier Grundtypen gibt es eben diese Modelle von Grundeinkommen. Darauf wollte ich heraus. Ja, also Grundeinkommensmodelle hängen auch mit den sozialen Sicherungssystemen zusammen. Ganz kurz mal eine kleine Evaluationsmatrix. Die kann ich natürlich jetzt nicht konkret durchgehen, aber ich will nur, soll eigentlich dazu dienen, um zu zeigen, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Können wir nicht ohne Gedanken hier. Man überlegt Vor- und Nachteile. Sie merken schon bei der Grundeinkommensversicherung besonders viele positive Pluszeichen. Wenn man evaluiert, dann ist man doch in einer guten Position. Ja, dann kann man doch auch seine eigenen Evaluationsideen einfließen lassen. Aber gut, ich will jetzt nicht zu locker sprechen, sondern ich glaube, dass tatsächlich einiges dafür spricht. Jemals im deutschen Kontext, wo eben diese Idee der Sozialversicherung für die Grundabsicherungsrisiken eben eine große Rolle spielt. Und ein Grundeinkommensmodell, was daran anschließen würde, könnte vielleicht einen gewissen Zuspruch bekommen, wenn es Zuspruch findet. Das war so der Gedanke. Aber auch die anderen scheiden nicht ganz schlecht ab. Nur das Thema Grundsicherung, Sie merken schon, das konservative Modell schneidet unter Gesichtspunkt jetzt, wenn man zum Beispiel Armutsschutz anschaut, wenn man Demografiesicherung anschaut zum Beispiel. Das muss, all diese Faktoren könnte ich jetzt durchbuchstabieren. Wir kommen in der Diskussion sicher aufs eine oder andere. Ja, dann schneiden die ja sehr unterschiedlich ab. Das Grundeinkommensversicherungsmodell erscheint mal bei der Demografie am besten ab. Das ist sogar ein Gutachten der Weltbank, hat es vor ein paar Jahren herausgefunden. Weil eben die breiteste Finanzierungsgesamtheit und die elastischste Ausgabenstruktur. Während die anderen, die sehr gegliederten Systeme natürlich sehr viel mehr Widersprüche, sehr viel mehr verdeckte, dauernd Konflikte produzieren. Aber natürlich kann man sich vorstellen, Sachen auch zusammenzuführen. So war unsere Überlegung, erstmal so erste Überlegung, wie könnte man Modelle kombinieren, Teilgrundeinkommen mit Grundeinkommensversicherung. Das wäre sowas wie dieses Partial Basic Income Grundeinkommensversicherung. Wäre eine Idee, wo man hinkommen könnte, aber so weit sind wir alle noch nicht gekommen. Aber das sind ja Sachen, über die wir nachdenken können. Was es also kostet, ich gehe nochmal zurück zur Ausgangsposition, das Grundeinkommen kostet so viel, wie es eben ich bin zu schnell gegangen, ich habe nämlich die Fragen schon drunter geschrieben. Das hängt ja von den Parametern ab. Die wesentlichen Parameter sind das Niveau, also ist man an der Armutsgrenze oder an der Armutsrisikogrenze, also Pi mal Daumen 50% oder 60%, wesentlicher Parameter. Zweitens die Subsidiarität, die ist nicht ganz trivial, weil natürlich sagt man, es gibt keine, aber wie geht es um Kinder, weil zum Beispiel je nach den Unterhaltsverpflichtungen irgendeine Verpflichtung wird es immer geben, wie locker auch immer sie gestrickt ist, also Mitversicherung von Partnern, gibt alle möglichen Sondersysteme, also das sollte man nicht gering schätzen. Und der Pauschalisierungsgrad, das ist die Frage, sind die Wohnkosten, sind die Sozialversicherungsbeiträge alle pauschal drin, werden sie separat ausgewiesen, davon hängen natürlich die Kosten auch ab. Und dann entscheidet die Einbettung in das Steuer- und Sozialsystem wesentlich über die Übergänge
zwischen dem Grundeinkommensniveau und dem mittleren Einkommensbereich. Vor allem im unteren mittleren Einkommensbereich. Die oberen Einkommensbereiche sind davon ja ganz unberührt. Das interessiert das gar nicht. Aber die unteren und mittleren Einkommensgruppen sind daran sehr interessiert. Ja? Und können jedenfalls sehr schnell aufgehetzt werden. Das darf man nicht vergessen. Ich erinnere nur für die Eltern unter uns, Florida Rolf. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Florida Rolf, sage ich nicht. Kennen Sie, sagt Ihnen gar nichts? Ja, das war ein Deutscher, der Florida Rolf. Der hat nämlich, der Bild hat einen riesen Bohai draus gemacht vor 15 oder 18 Jahren, war während Hartz-IV-Diskussion, wo ein Sozialhilfeempfänger in Florida hat seine Sozialhilfe beziehen dürfen. Riesenbohai. Am Ende stellte er sich raus, hatte gute Gründe. Es war ein sehr bescheidenes Apartment. Er bekam kaum mehr als in Deutschland. Und man sparte enorme Gesundheitskosten, weil er nämlich schwerer Asthmatiker war. Aber da geht es schon los, Sie merken schon. Also das Problem der populistischen Indienstnahme solcher Regelungen sollte man nicht gering schätzen. Also je nachdem, wie Sie das System organisieren, sind die Kosten unterschiedlich. Jetzt habe ich Sie sehr, glaube ich, doch schon ganz schön gestresst, nehme ich einfach mal an. Ich sehe Sie zwar nur so verschwommen, aber vielleicht sehe ich Sie deswegen so verschwommen, weil Sie so verschwommen sind. Der Konstruktivist würde natürlich denken, dass es Sie ja gar nicht gibt. Alles in meinem Kopf. Aber so weit sind wir nicht. Sie sind da der Auffassung, dass es mich ja gar nicht gibt, sondern ich nur in Ihrem Kopf bin. Gut, lassen wir das mal dahingestellt. Wem nützt das Grundeinkommen? Kommen wir zur Schlussfrage. Wem nützt es? Und dazu eben nochmal die Frage, die wirkliche Nutzen, meine These des Grundeinkommens, liegt nicht in seiner Sozialtechnik, nicht in der genauen Finanzierungsarchitektur, sondern in seiner Matrix. Je mehr Grundeinkommen eine Gesellschaft, umso mehr ist sie Gesellschaft für alle. Das ist eigentlich die Botschaft. Deshalb habe ich diesen SDG-Anpunkt am Anfang gebracht. Jetzt würden Sie sagen, ja, Sozialist hier vorne. Nee, ich meine gar nicht sozialistisch. Ich argumentiere eher katholisch, wenn dann nachher theologisch uns nochmal austauschen. Aber ne, ich würde eher sagen, ja, ich meine, je mehr ist die Gesellschaft für alle. Und es hat Gründe, weil wir in einer Zeit sind, in der sie Gesellschaft für alle werden muss. Aus vielen Gründen. Sage ich als Soziologe, sage ich als Kulturwissenschaftler. Und deswegen eine kleine Erinnerung aus einem Buch, das garantierte Grundeinkommen, Bob Rom und ich haben es rausgegeben, 86, mein Gott. Für 34 Jahre sah ich echt anders aus. Aber Erich Fromm hat da einen Artikel geschrieben, psychologische Aspekte eines garantierten Einkommens für alle. Und das haben wir übersetzt, das ist ein Beitrag, der ursprünglich erschien im Buch von Robert Theobald, The Guaranteed Income aus dem Jahr 1968 oder 70. Und dieser Gedanke, den finde ich sehr wichtig. Ich lese doch mal ganz kurz zum Abschluss vor, bin dann schon fast fertig. Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus, was man auf der ganzen Welt am intensivsten in Bauernkulturen beobachten kann. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glauben an das Leben und Solidarität. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Menschen psychologisch noch immer in den ökonomischen Bedingungen des Mangels befangen sind. Wenn die industrialisierte Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses einzutreten. Aber wegen dieser psychologischen Phasenverschiebung sind viele Menschen nicht einmal imstande, neue Ideen wie die eines garantierten Einkommens zu begreifen. Denn traditionelle Ideen werden gewöhnlich von Gefühlen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaften haben. Finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, 50 Jahre alt. Wichtiger Gedanke, über 50 Jahre alt. Deshalb noch was Komplizierteres, nur zum Abschluss. Wir sind im Hegeljahr, 52 Jahre Hegels Geburtstag. Was soll der Staat überhaupt? Was soll der Sozialstaat? Und da schreibt er in der Einleitung zur Grundlinie der Philosophie des Rechts. Dies, dass ein Dasein überhaupt Dasein des freien Willens ist, ist das Recht. Es ist somit die Freiheit, es wird überhaupt die Freiheit als Idee. Der Staat soll das Reich der Freiheit begründen. Das hat man ihm oft aberkannt, diesen Satz, aber das ist seine gesamte Philosophie. Es gibt ein schönes Buch von ihm, wo das gerade sehr schön beschrieben ist, von jener Kollegen. Und der wahre Staat ist derjenige, der dieser Bestimmung folgt. Der wahre Sozialstaat ist der, der die Freiheit der Leute sicherstellt. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist eben etwas, was nur geht, wenn ich auch die Freiheit für alle zur Verfügung stelle. Ich kann nicht nur die Freiheit für die Elite, für die Sklavenhalter stellen, ich muss die Freiheit für alle zur Verfügung stellen. Wie macht man das? Indem man die Leute fragt. Die Schweizer haben das auf eine sehr schöne Weise gemacht. Vor 4 Jahren eine Bevölkerungsbefragung, leider mit sehr ungeschickten Vorgaben seitens der Initianten, waren sehr idealistische Initianten, schlugen ein Grundeinkommen von knapp 3.000 Franken vor, während das die Grundrente bei 1.080 Franken liegt. Da haben die Schweizer schon gedacht,
wo kommt denn das Geld plötzlich her? Vielleicht von Deutschland. Naja, haben sie so blöd sind auch nicht. Deutsche sind ja auch Geizhälse. Also haben sie dann nur schon knapp 30% dafür gestimmt. Aber immerhin, es war eine rege Diskussion, sehr interessante Diskussion in der Schweiz. Und ich glaube, die Diskussion muss geführt werden mit guten Modellen, mit vernünftigen Modellen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich jetzt 1 Stunde 7 Minuten und jetzt fast 30 Sekunden Zeit genommen haben, mir zuzuhören und gleich mit mir in Diskussion einzutreten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wollen wir das Ding rumstellen oder wollen wir... Ich nehme das Ding vielleicht hier rüber. So, dann müssen wir einen Abstand halten hier vorne. Machen wir. Aus einem halben Abstand. Okay. Ach, soll es rumgetragen werden? Okay. So, das hier. Zweit ist es hell hier drin. Aufpassen. Okay. Gut. Ja. Gut. Zuerst einmal herzlichen Dank für diesen Vortrag. Sehr kurzweilig habe ich ihn empfunden, auch wenn dann die letzten Aussagen auf den letzten Folien schon sehr philosophisch gewesen sind und nicht mehr ganz leicht zum Mitdenken um diese Uhrzeit. Aber herzlichen Dank dafür. Wir werden jetzt in die Diskussion einsteigen. Ich werde mich bemühen, da irgendwelche Handzeichen zu erkennen, weil das Licht wirklich ein bisschen hell ist. Aber bevor ich Sie aufrufe und einlade, eine Frage zu stellen, hätte ich zumindest eine Frage. Sie arbeiten jetzt 37 Jahre für das Grundeinkommen. Wie lange glauben Sie, dass Sie noch arbeiten müssen, bis es wirklich irgendwann in Österreich oder Deutschland eingeführt wird? Also wer wirklich leistungsorientiert ist, bis zum Tod, erstens. Zweitens, ein Stück weit ist jeder der Wissenschaftler auch ein Künstler. Künstler arbeiten ebenfalls bis zum Tod. Und wenn der Tod sehr spät eintritt, werde ich es noch erleben. Also muss ich ein bisschen aufpassen und Mundschutz tragen, Wasser trinken. Ja. Gut, also ist jedenfalls optimistisch. Blumige Antwort, aber ich bin nicht pessimistisch, aber ich, wie soll ich das wissen? Nach so vielen Jahren, da verliert man sozusagen die Gewissheit schneller Prognosen. Ja, danke schön. Haben wir schon Fragen aus dem Publikum? Bitte, Johannes. Bitte die Fragen kurz und klarzustellen, dass ich mir es auch merken kann, dass ich nicht lang wiederholen muss. Ich war ein bisschen überrascht, wie ich gehört habe, dass es von sozialdemokratischer Seite eine Tradition des Grundeinkommens gibt. Wenn ich in Österreich das bis jetzt ganz anders erlebt habe, vor allem denke ich mir, dass man hier so einen Kreis gehört von der Vollbeschäftigung denkt, und man denkt an die Arbeitsnehmerschaft, also da sozusagen die Idee der Vollbeschäftigung ist da im Raum. Die Gewerkschaften sind sehr stark in der sozialdemokratischen Szene in Österreich. Und ich habe also von sozialistischer Seite, von sozialdemokratischer Seite habe ich in Österreich noch kaum wirklich etwas gehört, dass man da dieser Idee nahe. Und ich darf die Frage wiederholen, damit das auch aufgenommen werden kann. Also der Frager Johannes ist verwundert, dass in der sozialdemokratischen Tradition dieses Thema behandelt wird. Und ich mache es ganz kurz, möchte noch einmal dazu nachfragen. Ja, vor allem fand ich Ihren Aspekt und auch den Hinweis auf die Vollbeschäftigungsprogrammatik sehr wichtig. Muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine, meine Verortung im sozialistisch-sozialdemokratischen Spektrum ist eine sozusagen wohlfahrtstheoretische Verortung. Nämlich eine Verortung, in der sozusagen dem Staat eine starke Wohlfahrts- und zwar unmittelbaren Staatszugriff, eine starke wohlfahrtsproduktive Wirkung zugeschrieben wird. Und ein Grundeinkommensmodell in diesem Kontext wäre eine staatliche steuerfinanzierte Leistung. Das ist sozusagen der Gedanke. Aber ich muss Ihnen recht geben, es gibt
Also ich habe deutlich gemacht, das gilt ja für alle diese Parteien, für die FDP, für alle diese Richtungen. Also keineswegs so, dass da alle FDP- oder FPÖ-Mitglieder für ein Bürgergeld sind. So ist es ja nicht. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Partei, dass es jetzt Parteiprogramme sind. Das sind sozusagen Felder, politische Richtungen. Dennoch sozusagen finde ich, ich habe ja bewusst den Alfred Dallinger erwähnt, den früheren Sozialminister und Gewerkschaftsvorsitzenden, der Obmann der Gewerkschaft der öffentlichen Bediensteten in den 80er Jahren, er war in den 70er Jahren Obmann und dann eben Sozialminister. Der hat sozusagen aus einer SPÖ, damals noch Sozialistische Partei Österreichs, Programmatik heraus genau dieses Grundeinkommen vertreten. Das gibt es ja auch, es gibt diese Leute. Und Sie finden bei der Linken, gibt es ja Leute, ich habe mal einen Artikel geschrieben vor ein paar Jahren mit Bodo Ramelow und Katja Kipping zusammen zum Grundeinkommen. Das waren sind zwei, die auch beide sich fürs Grundeinkommen einsetzen. Aber die sind natürlich nicht die Parteimehrheit bei der Linken. Ja, also es gibt aus einer linken Argumentation gibt es auch eine sozialistische Argumentation fürs Grundeinkommen. Jetzt kommen Sie aber mit dem anderen Einwand, der ist natürlich von großer Bedeutung, nämlich die arbeitsmarktpolitische Modellidee. Die nächste zwei Wochen werden Sie mit Kollegen Möhring Hesse sprechen, der ist, glaube ich, gegen Grundeinkommen, oder? Ich glaube ja, oder? Nehme ich mal an. Skeptiker. Das ist halt ein Schüler von Hengsbach. Hengsbach hat in meinem ersten Buch einen Artikel geschrieben, ich mochte Hengsbach gerne, ist ein Jesuit, ja. Jesuiten mag ich immer ganz gerne, weil mit denen kannst du richtig diskutieren. Ja, die geben nie auf. Selbst wenn sie völlig aussichtslos sind. Reden sie weiter. Gut, das mache ich natürlich auch. Aber die Grundidee ist dabei bei der Vollbeschäftigungsprogrammatik, das Jesuitische, oder dieses, ist die, dass man dahinter eine Idee hat. Und deshalb sollte man diese Vollbeschäftigungsprogrammatik in der Diskussion über Grundeinkommen auf die Idee zurückführen. Und die Idee der Vollbeschäftigung hat mehrere Komponenten. Es hat eine, sage ich mal, sozialistische Komponente, die besteht. Also eine Komponente A ist die Idee der Inklusion. Das ist ein lateinischer Fachbegriff. Niklas Luhmann sagt, was soll der Sozialstaat? Sozialstaat soll die Inklusion aller in alle Funktionssysteme der Gesellschaft sicherstellen. Das heißt, jeder soll überall rein können. Das heißt es. Inklusion, also Vollbeschäftigung heißt, jeder soll einen Job machen können. Soll nicht ausgeschlossen sein. Also Vollbeschäftigungsprogrammatik als ein Programm gegen den Ausschluss der Kapitallosen. Das ist ein sozialistisches Programm. Das muss man positiv sehen. Ja? Dahinter steckt aber eine weitere Komponente und die macht es komplizierter, weil nämlich die sozialistische Idee in einer bestimmten Lesart des Marxismus, des Leninismus, Bolschewismus, Stalinismus den Arbeitertypus religiosiert hat. Alle religionsähnlich aufgeladen hat. Also der Arbeiter und der Bauer als Unterarbeiter, am Anfang bei den Bolschewiki nicht, da waren es die Bauern und die Kulaken, aber man hat sozusagen dann die waren die Reaktionäre, man hat den Arbeiter aufgeladen als neues, sozusagen apokalyptischen Reiter des sozialistischen Paradieses. Und in dieser Kombination aus beiden, einem berechtigten Anspruch der Inklusion und einem sozusagen blasphemischen Anspruch, sage ich mal, der Religiosierung des Arbeiters und seiner Aufblähung mit lauter Lügen, Lug und Trug am Ende. Lesen Sie nur mal Der Meister und Margarita von Bulgakov, da sehen Sie sozusagen die Obszönität dieser Aufblähung im Bolschewismus, wird es so schwierig. Und dummerweise, was ich Ihnen jetzt gerade so vielleicht etwas übergebildet erkläre, ist natürlich nicht allen so geläufig. Ja, die halten sich an dem Idee fest. Aber ich finde, wir müssen, wenn wir für ein Grundeinkommen sind, das Positive würdigen und das Unsinnige kritisieren. Und insoweit würde ich jeden Sozialdemokraten, jeden Sozialisten mit offenen Armen aufnehmen. Es gibt auch immer wieder welche. Und es gibt immer wieder mal SPD-Kreisverbände, die laden mich da auch mal ein. Die sind ganz verzweifelt in ihrer Partei, weil sie für ein Grundeinkommen sind. Und deshalb wirft es so viele Fragen auf. Da komme ich aber fast schon ins Religiöse. Nämlich, was für einen Saulus-Paulus-Erlebnis brauche ich, um für ein Grundeinkommen zu sein? Und da brauche ich genau dieses Erlebnis, was ich vorher beschrieben habe. Ich muss es, wie der Rheinländer sagt, gönnen können. Ich muss gönnen können. Sonst kann ich nie für ein Grundeinkommen sein. Dankeschön. Ja. Die nächste Frage war von Professor Schneider. Bitte Ihre Frage. Der redet richtig gerne los. Herr Schneider, komm, nehmen Sie ein Mikrofon.
Darf er nicht? Ach, ich habe drauf, hab draufgespuckt. Achso, Entschuldigung. Mir ist nicht ganz klar, der Punkt 810 Euro, selbst wenn davon die Hälfte Darlehen ist, ob man da mit 1% gut auskommt, aber da müsste man sich das genauer anschauen. Ich habe eine andere Frage, warum kann man, wenn das, nehmen wir mal an, das stimmt, Sie haben einigermaßen richtig gerechnet, glaube ich nicht. Warum können Sie das nicht, dann würde das nach meiner groben Rechnung höchstens einen Mehrwertsteueraufschlag von 5-6% und dann könnten Sie das genauso auch über die Mehrwertsteuer machen und hätten die weitere Belastung des Faktors Arbeit, mein Thema Schwarzarbeit und so weiter. Also die Frage war bezugnehmend auf diese Grundeinkommensversicherung. Professor Schneider sagt, dass diese 17%, die ja nicht ganz sicher sind, aber wo man mal davon ausgeht, dass es ungefähr stimmt, dann doch dazu führt, dass die Mehrwertsteuer erhöht werden müsste und dass man dann aber vielleicht mit einer radikaleren Mehrwertsteuererhöhung das Gleiche erreichen könnte, ohne die Belastungen zu erhöhen. Habe ich das ungefähr richtig wiederholt? Das war die Frage. Genau, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass Sie die Frage stellen, weil wenn Sie das nicht sofort durchschaut haben, was Sie da hingeschrieben haben, wie soll das der Rest der Bevölkerung durchschauen? Als Ökonomieprofessor. Ja. Ja, aber jetzt, wenn man jetzt mal kurz mal innehält, wenn Sie jetzt auch jetzt mit Ihrer Kompetenz mal kurz zurückgehen, überlegen, worauf werden denn diese 17,5% wohl erhoben? Da habe ich ja bewusst die Analogie zum Schweizer Modell gestellt. Deshalb kommt auch die 10%, die 10,1% der Schweiz her. Und die Schweiz ist da durchaus vergleichbar dem Deutschen. Und die wird erhoben auf alle, im Prinzip alle laufenden Einkommensarten, selbst auf Vermögenseinkommen in gewissem Umfang. Ja, also jedenfalls auf die Personen, die von Vermögenseinkommen leben, die müssen zahlen. Und dann auf alle Einkommensarten ohne Beitragsbemessungsgrenze. Da können Sie sich schon vorstellen, was das für Ressourcen sind. Es handelt sich, ich habe jetzt blöderweise, es tut mir leid, aber die Summe, um die es hier dabei, allein hierbei geht, dürfte in Richtung 400-500 Milliarden im Jahr gehen. Weil es die Rentenversicherung ist, der größte Block. Ja, also eine Riesensumme. Also ich möchte, Entschuldigung, das kann man rausschneiden. Aber ich weiß nicht, ich habe die Zahl natürlich aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Aber es ist eine erhebliche Summe. Und wenn Sie diese gewaltige Summe über Mehrwertsteuer, die Mehrwertsteuer bringt etwa 180 Milliarden im Jahr, wenn Sie die noch um einen weiteren Ausgabenblock von etwa 400 bis 500 Milliarden erweitern müssten, müssten Sie den Mehrwertsteuersatz von 19 auf etwa 60-80% erheben. Und dann wird es doch deftig. Das war ja, was ich eingangs gesagt habe. Aber wenn Sie es komplett über Mehrwertsteuer finanzieren, was die Götz-Werner-Idee wäre, also komplett über Konsumsteuer, dann landen Sie in einem gigantischen Mehrwertsteuerapparat, wobei dann natürlich, da wird es natürlich total kompliziert, weil natürlich dann diese Werte nicht mehr gelten, weil dann müssen die Einkommenswerte erhöht werden, weil das Einkommen weniger wert ist. Ich möchte aber nur einen Satz, den Sie gesagt haben, doch kurz richtigstellen. Ich finde das Modell bedenkenswert, ich vertrete das auch, aber ich bin auch mit den anderen Modellen zufrieden. Also wenn das Bürgergeld einigermaßen gut gemacht durchkäme, fände ich auch nicht schlecht. Das Grundeinkommensmodell, das sozialistische Programm, was ich so genannt habe, das durchkommt mit dem englischen Gesundheitswesen, auch nicht schlecht. Also ich kann mit vielem leben, wenn es gut gemacht ist. So wollte ich nur sagen. Also ich halte das halt für relativ denkbar als Gedankenmodell, um die Leute mitzunehmen, die sonst eher konservativ denken. Aber ich weiß auch, dass viele Konservative sich erstaunlicherweise mit dem liberalen Modell gut anfreunden können. Also, Gott, so sind die Menschen halt. Also, und ich erreiche halt nicht jeden. Schaffen die wenigsten. Ja, ja. Da war dann die nächste Frage, ja. Es geht eine Abstimmung in Österreich über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nennen Sie mir fünf Gründe, warum ich mit Ja stimmen sollte. Also die Frage war, angenommen, es gäbe eine Abstimmung über ein Grundeinkommen in Österreich, dann möchte der Herr wissen, fünf Gründe, warum man mit Ja stimmen sollte. Für diese fünf Gründe. Vielleicht darf ich da gleich einmal einhaken, bevor Sie dann die Antwort geben.
Es gibt zwar noch keine Abstimmung über ein Grundeinkommen, aber es gibt ein Volksbegehren für ein Grundeinkommen. Das können Sie jetzt schon unterschreiben. Das kann man unterschreiben auf jedem Gemeindeamt, das kann man sogar unterschreiben hier im Wissensturm bei der Bürgerservicestelle. Entschuldigung, das und ja, darf ich meine Sache fertig sagen? Es gibt jetzt schon ein Volksbegehren für ein Grundeinkommen. Das kann man überall unterschreiben. Wir haben bewusst bei der Einreichung dieses Volksbegehrens den dritten Satz dazu genommen, dass wir gesagt haben, über die Höhe und die Art der Einführung wird dann in einem zivilgesellschaftlichen Prozess weiter überlegt werden. Das heißt, diese Frage, die Sie gestellt haben, kann man erst mit Ja oder Nein beantworten. Das wäre jetzt meine Antwort, aber ich bin gespannt auf Ihre Antwort, wenn man wirklich weiß, was da abgestimmt wird. Und das ist der Unterschied zwischen einem Volksbegehren, dass wir jetzt sagen, der Staat soll sich mal darum kümmern und soll eine Diskussion einleiten, eine offene Diskussion einleiten für ein Volksbegehren oder in einem Volksbegehren, in einem zivilgesellschaftlichen Prozess, eine Volksabstimmung, da müsste es schon ein fixes Modell geben, wo man damit Ja oder Nein abstimmen kann. Aber da ist bitte Ihre Antwort. Nein, ich finde es super, diese Frage. Super. Und meine erste Antwort, um diese Punkte für Österreich zu beantworten, müsste ich mir erstmal mindestens eine Woche mit lauter Leuten verschiedenen Typus zurückziehen, eine Zukunftswerkstatt machen oder eine Beratung, weil das echt eine Herausforderung ist. Weil Ihre Frage zielt ja darauf aus, dass Sie jeden erreichen wollen. Und natürlich, Ihre Kritik an mir ist ja vollkommen berechtigt. Wie ich hier rede, wie soll ich denn da die Leute erreichen? Ich erreiche ja nicht mal Sie. Wie soll ich denn da die Leute erreichen? Na? Gut, aber ich bin ja auch hier nicht da als Politiker. Ich bin ja jetzt einfach eingeladen worden, hier kostenfrei was vorzutragen. Und wenn ich mehr Geld bekommen hätte, ich bekomme nur die Fahrtkosten, muss ich sagen, wenn ich mehr Geld bekommen hätte, ich natürlich viel besser vorgetragen. Ha, Leistungsprinzip. Dann hätte ich richtig verständlich, hätte ich die 5 Punkte noch mehr ausgedacht. Aber mal ernsthaft, ich will damit sagen, das ist in der Tat, ich habe es ein bisschen umkreist, was ich sagen will. Weil ich glaube, in der Tat, es gibt so viele Einwände auch dagegen. Und wird eine große Kunst sein. Und ich finde, das ist ein wichtiger Impuls. Nehmt es ruhig bei ernst. Ich finde, was sind die 5 ist sogar viel. Manche würden sogar nennen sie 3 Punkte. Sondern einen Punkt. Aber das ist übertrieben. Aber in aller Ruhe, ja, ja. Arbeit suchen, wofür ich eine Eignung habe. Bin damit unter Druck, kann man in aller Ruhe eine Arbeit suchen, wofür ich eine Eignung habe. Das wäre zum Beispiel ein Argument. Ja, dass man genau, da würde der Wissenschaftler sagen, Dekommodifizierung, das versteht kein Mensch, aber sie sagen es, Ruhe, in Ruhe das machen, die Arbeit suchen, die wirklich zu mir passt. Ja, die wirklich zu mir passt. Nicht nur die, ich gerne möchte, sondern die zu mir passt. So. Ja, und so weiter. Da gibt es ein paar gute Gründe. Es gibt schon 5. Wir werden 5 finden. Vielleicht brauchen wir keine ganze Woche. Vielleicht schaffen wir es nachher noch beim Bier. Okay. Bitte, nächste ja. Frage da. Man muss gleich, ja. Die zweite wäre, gibt es Überlegungen, bedingungsloses Grundeinkommen von 0 Jahre bis 25 Jahre den Anspruch dann es nicht mehr zu zahlen und eben eher die Chancengleichheit sicherzustellen? Also okay, für Bildung war wohl wieder wichtiger, wo die Charakterentwicklung stattfindet, wo die Bildung quasi die Grundlage für ein wertvolles Gesellschaftsmitglied zu begrenzen auf 25 Jahre. Ups. Also wenn ich das richtig zusammenfasse, die erste Frage war, ob man das Grundeinkommen auch teilweise in Sachleistungen auszahlen kann und teilweise auszahlen kann. Die zweite Frage war eine Abstufung des Grundeinkommens, speziell für die Ausbildung, für 0 bis 25 Jahre. Kurz zusammengefasst. Ja, also sehr interessante Fragen. Die Frage 1 findet große Resonanz schon lange im sozialistischen Bereich.
Also da gibt es immer Autoren, Erich Fromm hat es in seinem Artikel auch mal abgewogen, sollte man das nicht machen, also wenn man sie weiterlesen im Artikel, wägt er so eine Frage ab, soll man das nicht doch in Sachleistungen zahlen, damit das nicht missbraucht wird, ne? Oder es gibt so eine Diskussion, ich würde eine Reihe von Autoren nennen, wo genau das diskutiert worden ist, soll man nicht vielleicht Wohnen zur Verfügung stellen, kollektiv, das sind solche Überlegungen, oder soll man nicht große Öko-Bio-Küchen einführen für alle, ne? Und wehe, ihr esst nicht vegetarisch, ja? Oder müsst ihr euch im Wald was schießen, ja? Also, wir ahnen schon die Bedürfnisbefriedigung außerhalb, sozusagen, wenn man den Markt aushebeln will für viele weitere Fragen, führt es zu der einen oder anderen öffentlichen Debatte, ja? Die unter Umständen den Politikern nicht jemals zu großem Eifer führt. Aber in der Tat, diese Sachleistungsfrage ist natürlich nicht irrelevant, weil sie ja tatsächlich schon ist. Ich meine, wir haben es am Beispiel jetzt, wenn ich diese, ich habe das Thema Wohnen ja angesprochen, partielles Grundeinkommen. Wir haben heute in Deutschland im Schnitt etwa, ich weiß gar nicht, die österreichischen Zahlen kenne ich nicht, dürften aber nicht viel anders sein, im deutschen Schnitt etwa 430 Euro Regelsatz und knapp 370, 380 Euro Wohnkosten. Also fast die Hälfte ist im unteren Einkommenssegment Wohnkosten. Und im großstädtischen Bereich ist es noch extremer. Da kann ich zwar das billiger einkaufen, aber wahnsinnig hohe Wohnkosten. Das heißt, dieses Problem führt natürlich zu der Frage, ja, ich meine, wie soll man damit vernünftig umgehen? Ja, also ich will das jetzt nicht für diesen Riesenthema, also soll man Eigentumsförderung betreiben, soll man nicht, was ist mit Leuten, die eigentlich jetzt einen Grundeinkommensanspruch haben, es bekommen, aber die in eigenem Wohnraum leben, die kriegen dann diese fiktiven Wohnkosten trotzdem, da taucht genau diese Frage auf und das führt zu Debatten. In Finnland haben sie genau deswegen bei ihrem Modellprojekt nur den Regelsatz pauschal ausgezahlt und die Wohnkosten nach Bedarf ausgezahlt. Ja, also das führt zu solchen komplexen Fragen. Und die IFA geht aber sehr viel weiter als über Wohnkosten hinaus. Ich habe das Thema Kranken- und Pflegeversicherung auch schon angesprochen, auch kompliziert genug, ist aber einigermaßen pauschaliert in unseren Sozialstaaten. Wenn auch komplex. Wenn man genau reinschaut, können wir da auch lange diskutieren. Jetzt gerade unter Corona soll Heilpraktiker bezahlt werden, was soll bezahlt werden. In der Pflege kann man das wunderbar sehen. Also das würde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber Ihre Frage zielt auf etwas Grundlegenderes, nämlich auf eine doppelte Richtung, nämlich sowohl die Sozialisten wie die Konservativen, weniger die Liberalen, weniger die Grünen, beide haben eine gewisse Kontrollneigung. Und zwar deswegen, weil sie es gut meinen mit den Leuten. Ja? Weil sie es gut meinen. Und wenn man es gut mit den Leuten meint und sieht, dass die Leute manchmal so unvernünftige Entscheidungen für sich selber treffen, muss man ihnen doch ein bisschen kräftiger zur Hand gehen. Deswegen nicht nur Hilfe, sondern auch Kontrolle. Und da haut natürlich genau diese Sachleistungsfrage mit rein. Und deswegen ist der liberale und ist der bürgerrechtlich gesonnene Mensch der Meinung, na ja, also wisst ihr wirklich besser, was den Leuten jetzt gut tut? Also essensmäßig, anziehmäßig, ja, so blaue Joppen vielleicht für alle, Blaumann für alle oder Blaufrau vielleicht in Zukunft, Blaufrau für alle oder Blausternchen für alle, was auch immer. Also, verstehen Sie, was ich meine? Das ist schwierig. Die zweite Frage, die war auch interessant, das war die zweite, Jugend. Ja, selten kam mir gerade ein kühner Gedanke. Ha, wir drehen das ganze Sozialsystem vielleicht mal um, mal fiktiv. Es gibt keine Rente mehr, sondern es gibt nur noch eine Kinderrente. Generationengerechtigkeit zugespitzt. Ja, für die alten Leute blöd, aber da müssen sie sich eben anstrengen, da müssen sie eben bei ihren Kindern schnorren. Ja? Nicht wie bisher umgekehrt. Ja, also, aber Sie merken schon, so mal Gedankenspiel mal durchzuspielen, so die Umkehrung, da merken wir schon, da kommen mal Lilliputs Reisen und so weiter raus, wird auch nicht immer so ganz perfekt. Ne? Aber natürlich wirft die Frage auf, wie gehen wir damit um? Weil es gibt ja genau das Gegenteil als Argument, zu sagen, Jugendliche sollen gerade kein Grundeinkommen bekommen. Kindergeld wegen mir, ja. Aber ich habe mal eine Diskussion mit einem Ministerwesen geführt. Ich sage mal nicht Mann oder Frau, damit man sich identifizieren kann. Da sagte diese Person, also sie ist deswegen Grundeinkommen, gegen Grundeinkommen, obwohl sie an sich theoretisch für Grundeinkommen sein müsste, ist aber dagegen, weil sie glaubt, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, würden die Jugendlichen keine Ausbildung mehr machen. Ja, und würden schon von vornherein die Karriere Hartz IV oder Sozialhilfe anstreben. Genau das Gegenteil ihres Arguments. Ja, beziehungsweise nicht ganz das Gegenteil, weil in Ihrem Modell wäre ja bis 25 Grundeinkommen danach nichts mehr. Also müssten Leute sich schon anstrengen und überlegen, danach gibt's ja nichts mehr. Also
denken Sie es mal weiter, dieses Modell, machen Sie einen Artikel, schicken Sie mir hinzu, ich denke darüber nach, was ich davon halten soll. Ich bin unschlüssig. Ich glaube, ich bin ein bisschen gegen Extremisten, aber ich vermute, es ist keine so tolle Idee. Aber vielleicht überzeugen Sie mich. Okay. Wir müssen drei Wortmeldungen. Eins, zwei, drei. Also ich möchte gleich einhaken. Wenn der Einzelne das Recht haben soll, Leistungen einer Gesellschaft in Anspruch zu nehmen, sollte dann nicht auch die Gesellschaft das Recht haben, ihn zu Leistung zu verpflichten? Ja. Ja, das ist also die Frage war, wenn der Einzelne Leistungen der Gesellschaft beanspruchen soll, können, dann müsste doch auch die Gesellschaft die Möglichkeit haben, die Leistungen des Einzelnen zu beanspruchen. Ja, also da würde ich mal zu diesem Satz, den Sie hier sagen, würde ich mit oder ohne Richard David Brecht, wer auch immer, würde ich sagen, ja. Wenn es Grundrechte gibt, muss es auch Grundpflichten geben. Es gibt ein sehr schönes Buch von Otto Luchterhand, Grundpflichten im Verfassungsstaat der Bundesrepublik Deutschland, vor 28 Jahren erschienen, sehr schönes Buch. Es gibt eine Menge Grundpflichten in Deutschland, in Österreich glaube ich auch. Ich selber habe noch Wehrdienst geleistet und Zivildienst geleistet. Ich selber bin ein Vertreter eines allgemein verpflichtenden Sozialdienstes. Da bin ich mit Annegret Kramp-Karrenbauer einig. Er wird sich nicht so leicht durchsetzen lassen. Weil die Neigung der Leute heute dagegen ist, gegen allgemeine verpflichtende Dienste. Ich persönlich fände ihn richtig. Ich fände es auch ein sehr gutes Komplement zu einem Grundeinkommen. Dann können wir auf das partielle Grundeinkommen verzichten. Ich bin kompromissbereit, wenn wir jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen. Aber also ich glaube, da ist schon ein Problem, weil ich glaube, dass es für die Gesellschaft wichtig ist, dass dieses Grundempfinden der Wechselseitigkeit bedient wird. Im Augenblick, und das ist das Dilemma, wird dieses Grundempfinden in Bezug auf Einkommensverteilung über den Arbeitsmarkt bedient. A, über den Arbeitsmarkt, B, über das Familiensystem, Unterhaltsverpflichtung und C, über das Vermögenssystem. Und alles drei sind sozusagen klassische Elemente der bürgerlichen Gesellschaft nach Hegel, sozusagen des bürgerlichen Kapitalismus und des patriarchalen Kapitalismus. Am dominantesten ist über den Arbeitsmarkt, der sozusagen damit Leistungszusendung. Und das Zweite ist auch nicht unwichtig. Mädchen, wo du sagst, heirate gut. Und den Männern sagt man heute, heirate nicht schlecht. Ja, verstehen Sie, was ich sagen will? Also diese Dilemmata haben wir. Also die werden Sie aber nicht wegkriegen. Diese drei Systeme wird es auch in Zukunft geben. Es wird nach wie vor Solidarsysteme im familiären System geben, selbst wenn sie freiwillig sind. Es wird nach wie vor einen Arbeitsmarkt geben, auch in Zukunft. Und es wird auch in Zukunft Vermögen geben. Außer sie würden alles Vermögen dem Staat übertragen, was aber letztlich keiner vernünftiger Mensch will, der nicht völlig bekloppt ist. Also es wird diese Systeme nach wie vor geben. Das heißt, ein gutes Mischsystem. Und deshalb glaube ich, vor allem wenn der Arbeitsmarkt reduziert wird und die anderen nicht massiv aufgewertet werden sollen, das ist eine andere Gefahr. Hin zu Neofeudalismus, zu einem spätkapitalistischen Feudalismus. Will man das? Kann man eigentlich nicht wollen. Also Berlusconisierung der Politik, wieder die Familie, Trumpisierung der Politik. Will man das? Ich nicht. Die meisten nicht. Also ich glaube, dieses komplexe System müssen wir berücksichtigen. Entschuldigung, dass ich wieder so komplizierte Sachen sage. Aber die Welt ist so verdammt kompliziert. Es ist wirklich so. Es ist so eine komplizierte Welt. Aber auf diese einfache Frage hiermit eine nicht ganz so einfache Antwort. Dankeschön. Okay. Bitte Ihre Frage. Ja, ich habe eine Anmerkung zu der SPÖ. Da würde ich auch noch sagen, dass einfach mit dieser Vollbeschäftigungsideologie, wir haben auch noch im Kopf vielleicht die Studie von Marienthal, dass die Inklusion über den Arbeitsmarkt erfolgt. Und die negativen Folgen des Arbeitsmarkts, das war jetzt nicht meine Frage. Ich habe nicht ganz kapiert, dass jede Variante Systemumbrüche hat, unterschiedlicher Art. Das hat mir eingeleuchtet. Aber warum fallen die Kosten je nach Variante Bürgergeld, Sozialversicherung, unterschiedlich aus? Ja. Also die Frage war Bezug nehmend auf die Anmerkungen zur SPÖ und zum Thema Arbeitsmarkt oder Finanzierung, also die Kosten der aber eben ausgehend vom Arbeitsmarkt und die Finanzierung, dass die Finanzierung bei den Modellen eigentlich doch ähnlich ist. Und bitte die Antwort. Ja, also ich will die erste Anmerkung trotzdem kurz aufgreifen. Sie haben die Studie von Maria Hoda gemeint, Arbeitslose von Marienthal, die auf eine sozialpsychologische Studie, die ich meine Studis auch immer zeige, weil die so interessant ist, weil die nämlich untersucht hat, Arbeitslose nach einer gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit immer hoffnungsloser wurden.
Und diese Studie wird nicht genau bestätigt, aber weil du musst den Kontext dieser konkreten Stadt dort sehen, Marienthal, österreichische, aber in der Tendenz ist das natürlich nach wie vor der Fall. Also Leute, die sich ausgeschlossen fühlen und nicht reinkommen, leiden in ihrem Selbstwertgefühl. Das ist doch selbstverständlich, ist doch klar. Das gilt für alles. Wenn sie ihre Geliebten 50 Briefe schreiben und sie antwortet einfach nicht, dann werden sie auch ihr Selbstbewusstsein nicht stärken. Und genauso, wenn sie 50 Bewerbungsschreiben losschicken. Ja? Oder wenn sie an der Uni bewerben, an 50 Universitäten, und sie kriegen immer nur Absagen, auch schlecht. Also, ich will damit sagen, ganz vergleichbare, ich will irgendwo rein, komme es nicht, es macht mich klein. Das ist wichtig. Der zweite Punkt ist die Frage, warum die unterschiedlichen Modelle trotzdem unterschiedliche Kosten erzeugen. Naja, ich habe das versucht, in der Formel davor zu sagen, weil die Übergangsprozesse anders sind. Ja, weil die Architektur des Sozialsystems in dem einen, die sich doch sehr unterscheidet. Ja, ich will nur ein Beispiel, um ein Beispiel zu zeigen. Ich habe das vorher angesprochen, ich will es nochmal wiederholen, damit es im Kopf sich einprägt. Würden wir ein steuerfinanziertes Gesundheits- und Pflegesystem haben, nach dem englischen Modell National Health Service plus, was die Sozialisten dort wollten, den National Care Service dazu noch einführen? Hätten wir das? Wäre das gut oder schlecht? Von der Dienstleistungserbringung nicht einfach zu entscheiden. Wenn das System nicht kaputt gespart wird, wäre es vermutlich gut, nicht so luxuriös, aber professionell auf allerhöchstem Niveau, muss man einfach sagen. Die sind professionell sehr gut aufgestellt, die Engländer. Das sagen alle, die sich auskennen mit Medizin. Natürlich nicht, die sich mit Rechtspopulismus auskennen. Aber die Kosten sind weitaus geringer. Warum? Aus vielen Gründen. Größenvorteile. Wir haben nicht ein gegliedertes System, kostet sehr viel mehr Verwaltung, sinnlose Konkurrenzen. Der Fokus im englischen System ist auf Professionalität der Dienstleistungserbringung. Das ist eine ganz streng ausgerichtete Kultur dort. Wer sich damit mal beschäftigt, es gibt da Studien über den NHS. Man kann es auch ein bisschen nachlesen, wenn man es nicht selber mitkriegen will. Sehr interessant. Also da könnte man sehr viel sparen. Gegenüber dem deutschen System wären es locker 5 Prozentpunkte am BIP, am Bruttoinlandsprodukt. Gegenüber dem amerikanischen gar 8 bis 9. Deshalb hängt es davon ab, wie ich den Kontext mache. Und so weiter, das kann ich jetzt weiter durchbuchstabieren. Die Übergangsphänomene habe ich ja beschrieben. Also das Modell hängt, wie ist es eingehängt sozusagen, wie ist das Grundeinkommen eingehängt in das Sozialsystem? Das hängt nicht im luftleeren Raum, es ist immer eingehängt. Oder wie das heutzutage, wie wir seit dem Irakkrieg wissen, es ist embedded. Also eingebettet auf gut Deutsch. Okay. Sofort die Frage, ich möchte zu der Frage noch eine Zusatzfrage anhängen. Wie sehen Sie die Auswirkung eines Grundeinkommens auf die wöchentliche Arbeitszeit? Wäre nicht ein Grundeinkommen ein maximaler Boost für eine Arbeitszeitverkürzung? Naja, also das ist eine sehr interessante Frage, die immer leider zum jetzigen Zeitpunkt, hätten wir das Zukunftslabor weitergemacht, hätten wir solche Arbeitsmarkteffekte mit simuliert. Aber nur simuliert, wir wissen es ja nicht. Wir hätten auch die Kostenfrage beantwortet. Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Wir reden im Dunkeln, weil keiner das berechnet. Ja, echt unmöglich eigentlich für ein zivilisiertes Land. Deshalb kann ich diese Frage auch nur, wir können die nicht gut beantworten, wir müssen es wirklich mal durchsimulieren. Müssen ein paar Parameter vom Grundeinkommen einziehen und dann mal durchsimulieren. Die Experimente, die es jetzt gibt, die geben im Grunde nur eine einzige Aussageoption. Also Finnland ist noch das Beste. Also Olli Kangas und sein Team, die haben das wirklich auf hohem Niveau begleitet für so ein Großexperiment. Also das ist ein Sozialwissenschaftler, den ich persönlich auch kenne, ein sehr feiner Mann. Und dieses, man kann sagen, es gibt eigentlich so gut wie keine Arbeitsmarkteffekte. Weder im Positiven wie im Negativen. Das ist für die einen enttäuschend, für die Gegner enttäuschend, für manche Befürworter enttäuschend. Ich glaube, aber das ist jetzt über die Fläche gerechnet. Ja, das hängt ja vom Niveau ab, von der Dauerhaftigkeit der Installierung, hängt von vielen Fragen ab. Also wenn es ein Grundeinkommen sehr hoch wäre und die Abgaben sehr hoch wären, dann wäre unter Umständen der Anreiz, mehr erwerbstätig zu sein, auch wieder geringer, weil ich ja hohe Abgaben dann bezahlen muss, damit das hohe Niveau bezahlt werden kann. Also könnte ein hohes Grundeinkommensniveau einen negativen Arbeitsanreiz haben und dann einen Rückzug vom Arbeitsmarkt haben, eine steigende Anzahl vom Grundeinkommensbeziehern und damit Gegenkräfte und damit wird das Grundeinkommen wieder abgeschafft. Könnte sein. Wir wissen es nicht. Aber die beruhigende Datum ist, dass die Leute sozusagen, was sie aber machen, und das ist die wichtigste Botschaft,
die wählen mehr. Das war ihr Punkt. Ihr Punkt. Ich suche mehr das, was zu mir passt. Ja? Und das ist nicht gering. Das gilt für viele von uns, die haben gute Jobs, die sind ganz zufrieden damit. Vielleicht würden sie mal ein bisschen reduzieren, mal eine Phase reduzieren, dann würden sie wieder aufstocken, wie auch immer. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die haben keine so tollen Jobs. Oder da fallen die Jobs plötzlich weg. Und da ist es schon eine Frage, ob ich weiß, ich habe auf Dauer die Option, ey, ich muss nicht verhungern. Okay, Luxus, große Sprünge kann ich mir nicht leisten. Wenn ich ein bisschen was zuverdienen, geht so. Aber ich bin nicht verpflichtet, außer ich habe ein teures Haus im Rücken, da habe ich natürlich Pech gehabt und einen dicken Porsche, da muss ich natürlich ordentlich ranknallen. Aber wenn ich jetzt im unteren, mittleren Einkommenssegment bin, dann kann ich auch meine Durststrecke durchstehen. Da würde ich sagen, da kann ein Grundeinkommen wirklich, diese Option wird es sicherlich, und es zeigt auch, diese Option hat es. Was ist das? Ja, so ganz einfach will ich es nicht machen. Die Schweiz hat die Mehrwertsteuer eingeführt, weil sie die AHV mitfinanziert ist. Und da ganz bewusst die Mehrwertsteuer, weil es eine breite Steuer ist, die auf vielen Schultern liegt, das kann die Verteilungsproblematik auch sagen. Also das ist das eine. Ohne die Mehrwertsteuer wäre die Schweizer AHV nicht finanzierbar. Die ist noch tief in der Schweiz, aber es wird immer wieder darüber nachgedacht, sie zu erhöhen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, bei meinem Modell gibt es einen Shift. Da fallen 17% weg. Ich weiß wohl, dass das eine Breite gemessen ist. So naiv bin ich nicht. Aber es hätte gewaltige Effekte auf dem Arbeitsmarkt. Der Faktor Arbeit würde wesentlich billiger, zumindest um 17%. Also vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn ich jetzt die Vermögenswerte auswähle. Das haben Sie alles elegant beiseite gelegt. Darum macht das ja das Modell so komplex über die Mehrwertsteuer. Aber es ist nicht so einfach, dass ich dann das einfach diese Summe rechnen muss, die brauche ich dann. Nein, ich brauche wahrscheinlich wesentlich weniger. Selbst wenn die Mehrwertsteuer dann um 10 oder 15 Prozentpunkte stiege, wäre es immer noch eine Alternative. Ich entschuldige mich jetzt, dass ich es sehr kurz zusammenfasse. Ich glaube, der Professor Peltke hat die Frage verstanden. Ja, und ich will sie auch kurz abfassen. Kurz ja. Geht es darum, dass Professor Schneider das Schweizer Modell oder die Schweiz anspricht, wo die Mehrwertsteuer eingeführt worden ist, um diese Versicherung in der Schweiz zu finanzieren. Und dass er sagt, wenn man diese 17% überhaupt noch streicht und das Arbeitseinkommen überhaupt vom Steuer befreit, dann wäre das Ganze noch billiger und effizienter. Ja, also da gibt es zwei Sachen zu sagen. Das erste ist, es ist richtig, der sogenannte Bundeszuschuss oder Bundesstupf irgendwie nennen, die haben so komische Namen, die Schweizer, den Bundeszuschuss, den die Schweizer an die AHV bezahlen, ist etwa 20% der Ausgaben der AHV. Dafür wurde die Mehrwertsteuer erhöht. Dazu ist jetzt zweierlei zu sagen. Erstens, wäre sie nicht erhöht worden dafür, würde der Beitrag in der Schweiz eben 12,1% betragen. Gut, statt 10,1%. Das ist ein Deal, wo verschiedene Gruppen herumgehandelt haben. Man wollte den Sozialversicherungsbeitrag nominell niedrig halten. So war der Hintergrund. Ob die Lenkungseffekte der Mehrwertsteuer dabei eine wirkliche Rolle spielten in der Einführung dieses Zustupfs, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß es aber nicht, kann es Ihnen nicht sagen. Wo sie gewiss keine Rolle spielten, weiß ich gewiss, war, als die rot-grüne Bundesregierung die Mehrwertsteuer von 13% auf 16% angehoben hatte, vor etwa 18 Jahren, um die Rente, um den Bundeszuschuss an die Rente zu erhöhen. Das ist nämlich auch in Deutschland passiert. Mittlerweile etwas über 100 Milliarden Euro im Jahr Bundeszuschuss, der aus dem allgemeinen Steueretat bezahlt wird, aber eben damit auch aus der Mehrwertsteuer und über eine deftige Mehrwertsteuererhöhung, sogar zwei, gab noch mal eine, erhöht worden ist. Nochmal, diese Frage, die Sie aufwerfen, es wirft komplizierte Fragen auf der Steuerung. Ist eine Konsumsteuer besser oder schlechter? Die können wir heute Abend nicht mehr seriös erörtern, jedenfalls nicht in diesem Rahmen. Aber, was ich doch aufmerksam machen möchte, ich habe da rumgefummelt, wenn ich die Zahl nochmal anschaue, diese Zahl, die ich Ihnen da an die Wand geworfen habe, dann bedeutet es, dass diese Werte, nochmal geschätzte Werte, grob geschätzt, aber nicht unberechtigt, die beinhalten die Rentenversicherung, auf die noch ein 20%iger Schuss aus Steuermitteln käme, ja, aber das macht er ja heute auch, heute sogar über 30%.
die Arbeitslosenversicherung, den Anteil des Krankengeldes bei der Krankenversicherung, die BAföG-Kosten und das Elterngeld und das Kindergeld. Das dürfen Sie alles nicht vergessen. Das ist in der Gesamtsumme eine Menge Geld. Ja? Und wenn man das alles anschaut und das ist plötzlich nur noch für 17% zu finanzieren, das senkt mal die sogenannten Nebenkosten auf die Arbeit nicht unerheblich. Warum gelingt das? Weil die stärkeren Einkommensgruppen herangezogen werden. Das ist der Preis. Also es ist ein Stück weit Sozialismus, der für Konservative verträglich ist. Ja, und auch für Liberale. Aber so muss es doch sein. Aber es ist auch ein Stück weit liberal, was für Sozialisten verträglich ist. Das ist meine Botschaft. Sozusagen meine ökumenische Botschaft zum Abend des 7., 7.10. Ist heute ein besonderer Feiertag? Ja. Nö, aber trotzdem eine Botschaft. Warst du schon? Keine weiteren Beitrag mehr? Herzlichen Dank. Ja. Wir müssen es doch aus zeitlichen Gründen aufhören. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ganz zum Abschluss darf ich noch etwas machen, was mir aus zweierlei Gründen Freude macht. Erstens einmal kann ich damit etwas Eigenwerbung machen. Der berühmte Karikaturist Gerhard Haderer ist ein sehr starker Befürworter des Grundeinkommens. Gerhard Haderer ist in Österreich sehr gut bekannt, er ist eigentlich Oberösterreicher und er ist auch in Deutschland bekannt, er hat viel für deutsche Zeitungen gearbeitet und Gerhard Haderer hat uns als Grundeinkommensbewegung 12 Motive kostenlos zur Verfügung gestellt, die wir zu einem Kalender zusammengebunden haben. Der Kalender bezieht sich aber nicht auf ein Jahr, ja schon auf ein Jahr, also auf 365 Tage, aber nicht auf ein bestimmtes Jahr, sondern ist ein ewiger Kalender. Das heißt, ohne Eintragung der Wochentage, das heißt, man kann ihn eigentlich jedes Jahr und die nächsten 10, 20, 30 Jahre benutzen, bis das Grundeinkommen wirklich eingeführt worden ist. Es sind 12 Haderer-Bilder, die Sie als Wechselbilder in Ihrer Wohnung aufhängen können. Das heißt, Sie haben in Ihrer Wohnung immer ein Haderer-Bild und jedes Monat ein anderes. Das ist einmal die Eigenwerbung und ich freue mich, dass ich diesen Kalender dem Herrn Professor Opelka mitgeben kann. Wir haben auch einen Karton dazu, dass man es einpacken kann. Aber herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Danke. Applaus. Danke. Und dann ein Grundkalender. Ein Grundkalender. Ein Grundkalender, genau. Und ein zweites kleines Geschenk habe ich auch noch, das er leichter mitnehmen kann. Und wo ich heute Nachmittag schon gemerkt habe, dass er sich darüber sicher freuen wird, eine Original-Linzer-Torte. Danke. Danke. Dann bedanke ich alle für Kommen und wünsche Gutes nach Hause kommen.